und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von Progressive Perspektive hier auf dem Kanal von Critical Infinity. Ja, ich bin Martha und ich bin nicht alleine hier. Hi, ich bin Max. ja, falls ihr schon mal eingeschaltet habt, genau, wir sind bei Progressive Perspektive, beschäftigen uns mit der Frage, wie muss Kommunikation aussehen, sodass wir progressive Mehrheiten bekommen? Und dazu schauen wir uns verschiedene Debatten und Diskussionen an in den Medien und von PolitikerInnen, aber auch anderen Personen in der Öffentlichkeit. Und genau, kombinieren dabei Erkenntnisse aus Wissenschaft, Aktivismus und Marketing und zeigen damit auf, wie Progressive diese Erkenntnisse nutzen können, um ihre Kommunikation zu verbessern. Das nur mal so als kleine Einleitung, was wir so machen. Ja, hallo der Progressive und hallo Nicole Funk, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, wir haben heute zwei Sendungen mitgebracht und das Thema, wir hatten es schon angekündigt, ist, wie können wir progressiv über die Klimakrise und Klimaschutz sprechen. Und die beiden Sendungen, die wir mitgebracht haben, das ist einmal eine Podiumsdiskussion von der Universität St. Gallen in der Schweiz. Dort spricht Eckhard von Hirschhausen und Richard David Precht, wobei wir uns eher auf den Beitrag von Eckhard von Hirschhausen konzentrieren werden. Genau, das ist noch gar nicht so lange her, das ist ein paar Tage. Er ist alt, die Sendung, und die hat super gepasst zum Thema, weil die sich dort auch damit beschäftigen, welche Narrative brauchen wir für mehr Klimaschutz und so weiter. Also es ist so ziemlich genau unser Thema. Ja, genau. Und dann ist noch ein Interview mit Ulrike Herrmann. Das lief ungefähr vor 2 Monaten auf dem YouTube-Kanal der CDU, falls ihr den kennt. Das Format heißt Einfach mal machen, wird von Carsten Linnemann gemacht. Und da hat er immer zwei GesprächspartnerInnen, mit denen er ein Gespräch führt. Und da war Ulrike Herrmann. Und wir fanden, da waren viele gute Beispiele dabei, wie man eben progressiv über die Klimakrise sprechen kann, beziehungsweise auch den Weg aus der Klimakrise hinaus. Deswegen gucken wir uns das heute mal an. Genau. Aber bevor wir dann in die Sendung einsteigen, wir haben uns ja für unsere Livestreams immer so eine kleine Struktur überlegt. Und zwar, wir haben immer 4 Teile. Das ist einmal der Theorie-Teil. Genau, Max blendet das kurz ein. da zeigen wir einfach kurz ein paar wissenschaftliche Grundlagen zu dem ganzen Thema. Dann kommt die Praxis, da schauen wir uns die Sendungen an, über die ich gerade gesprochen habe. Und dann kommt ein Tipp, da fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen, was wir daraus mitnehmen. Und dann ist noch Zeit für Fragen, aber natürlich, ihr kennt das Format, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, wir werden darauf eingehen. Wir wollen das nur zum Schluss nochmal die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen, falls noch offene Punkte sein sollten. Genau, und damit können wir eigentlich starten. Wunderbar, dann starten wir mit dem Theorieteil und da haben wir eine kleine Präsentation vorgelegt. Bereitet, die hoffentlich jetzt auch funktioniert mit dem Teilen. Gerade gab es ein kleines Problem damit. Mal sehen, ob das klappt. So. Genau, Martha, dann übernimm noch am besten direkt mal. Weil wir haben schon einen Newsletter zu diesem Thema veröffentlicht. Den hattest du vor allem geschrieben. Und fangen wir am besten mal damit an. Ja, genau. Das ist ein Thema, was uns natürlich seit einer Weile beschäftigt. Klimaschutz ist natürlich ein wichtiges Thema oder das wichtigste Thema wahrscheinlich. Und wir haben uns vor allem auch die konservativen und die progressiven Klimaschutznarrative angeguckt. Und und vor allem wird der Diskurs vor allem sehr konservativ geführt. Also Konservative sind da. Die konservativen Klimaschutznarrative sind deutlich präsenter, weshalb es Progressiven dann schwer macht, dann auch Mehrheiten für Klimaschutz zu bekommen. Und dieses konservative Narrativ, was vor allem sehr viel im Vordergrund steht, ist, dass eben Klimaschutz Wohlstand kostet. Das kennt ihr sehr gut immer von Parteien wie der CDU oder auch FDP. Es wird dann immer ausgespielt, entweder Klimaschutz oder Wohlstand. Und so langsam dämmert es auch den konservativen Parteienorganisationen, dass wir Klimaschutz brauchen, auch um unseren Wohlstand zu erhalten. Aber es wird immer so ein bisschen so eine Entweder-Oder-Debatte geführt. Und es wird immer ständig erzählt, dass kein Wohlstand ohne Klimaschutz, sagt Nicole Funk schon. Das ist das, was so langsam angekommen ist. Nichtsdestotrotz wird es immer noch so dargestellt, okay, wir müssen verzichten, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Genau, um da mal so ein paar
Zeitungsausschnitte mitgebracht. Das ist natürlich das, was so die Bild sehr gerne schreibt, aber natürlich auch die Welt. Wessen Wohlstand ist natürlich auch die Frage. Das ist mich der Witz, die konservativen oder konservative Parteien wie CDU und FDP positionieren sich sehr stark als Schützer des Wohlstandes, also diejenigen, die für Wohlstand einstehen, aber sie sagen natürlich nicht für wen, sondern es ist natürlich vor allem für die Fossilindustrie, für die Organisationen und Menschen, die vom Status quo profitieren und weniger natürlich für die, die unter der Klimakrise leiden und oder denen es jetzt sowieso auch schon jetzt nicht gut geht. Das wird natürlich nicht so richtig angesprochen. Aber was eigentlich so das Problem ist bei dem Ganzen, ist, dass halt Konservative so sehr dieses Wohlstandsnarrativ für sich beanspruchen, dass Progressive automatisch in die Rolle derjenigen gedrängt werden, die keinen Wohlstand wollen. Und Progressive leider auch sehr oft den Fehler machen, das anzunehmen. Wir haben uns dazu auch ein paar Narrative angeguckt, die gerade so im linken Spektrum rumschwirren und die nicht wirklich hilfreich sind aus unserer Meinung nach. Wir zeigen auch nachher noch ein paar Alternativen auf, die unserer Meinung nach besser funktionieren würden. Und die zeigen eben auch ganz klar, dass dieser Link zwischen Wohlstand und Klimaschutz immer noch fehlt. Also kommt mittlerweile ein bisschen öfter, aber es ist eben noch nicht, also es ist immer noch sehr selten. Ich weiß nicht, Max, wolltest du den Ausschnitt von Habeck noch kurz zeigen oder? Können wir gleich machen, wenn wir bei den. Okay, gut. Dann gehen wir. Wir sind ja immer noch so ein bisschen Theorie-Teil. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen präsentationsmäßig ist, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, weil dann können wir am Anschluss, es ist ein bisschen klarer, was die Sendungen, was wir damit sagen wollen. Und ein sehr starkes linkes Narrativ, was ihr sicher auch kennt, ist das Narrativ Klima retten. Da wird Klimaschutz so ein bisschen als Heldentat dargestellt. Und es ist natürlich schwierig, weil beim Klimaretten ist es ja so, wir Menschen haben den Klimawandel verursacht oder die Klimakrise verursacht und gleichzeitig leiden wir darunter und jetzt sollen wir auch noch retten. Also wir sind Täter, Opfer und Held zugleich. Das geht schon mal nicht so richtig auf. Es wird eben eigentlich auch der Kern des Ganzen wird eigentlich dadurch verschleiert, und zwar, dass es darum geht, Wohlstand zu retten und nicht das Klima zu retten. Genau, hier sehen wir noch ein paar Beispiele. Das ist halt auf Demonstrationen kennt man das sehr gut. Die Grünen werben damit auch. Wie gesagt, so langsam geht das auch so ein bisschen in Richtung, dass man auch wieder von Wohlstand retten spricht. Wir wollen ja uns retten, sagt Nicole wieder. Genau, es geht um die Rettung der Menschheit, der Lebensbedingungen, aber jetzt auch erstmal, um das ein bisschen positiver darzustellen, den Wohlstand, wie wir ihn jetzt kennen. Weil es geht natürlich nicht sofort, ist sofort alles vorbei, wenn wir, sage ich mal, die 1,5 Grad reißen, aber der Wohlstand, den wir jetzt haben, der ist eben massiv gefährdet. Und dieser Link, der wird zu selten gemacht von progressiver Seite. Ein zweites Klimanarrativ ist dieses Thema fürs Klima, Klimaschutz aus Altruismus. Das kennt ihr garantiert auch. Das ist gerade jetzt, wo alle mit Greenwashing werben, natürlich auch in der Klimabewegung, aber vor allem auch so Unternehmen, die eigentlich gar nicht so klimaneutral sind, die sagen dann, hey, mach doch was fürs Klima. Und es wird damit immer suggeriert, dass man ja eigentlich nichts für sich selbst tut, sondern nur was fürs Klima. Und auch da wieder, die Klima ist irgendwie so eine externe Instanz, die gar nicht so richtig was mit uns zu tun hat. Es wird gar nicht richtig klar, was hat das eigentlich mit mir zu tun, mit meinem Leben hier auf der Erde, mit meinem Alltag? Warum sollte mich das interessieren, dass wir eine Klimakrise haben? Ich mache das ja eigentlich nur fürs Klima und das ist immer dann so ein Add-on. Das ist eben deswegen auch eigentlich kein gutes Narrativ, was aber leider sehr verbreitet ist, wie wir gerade auch schon gesehen haben an den Beispielen. Und das ist ein Problem, weil eben eigentlich das eigentliche Problem dadurch verdeckt war, es eigentlich um uns Menschen geht und den Wohlstand, den wir gerade haben. Das dritte Narrativ, was wir identifiziert haben, ist dieses Weniger ist mehr, Klimaschutz durch Verzicht. Es ist natürlich an sich total plausibel, zu sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Rohstoff verbrauchen, weniger CO2 in die Luft pusten, das ist keine Frage. Nichtsdestotrotz ist das natürlich
Als Narrativ erstmal schwierig, wenn man dann auf der gleichen Seite hat, Konservative sagen, okay, wir wollen den Wohlstand schützen und ihr Progressiven wollt, dass alle verzichten und Wohlstand einbüßen. Das ist ja das, was gerade im Diskurs entsteht. Und deswegen ist es auch so schwer für progressive Mehrheiten zu gewinnen. Und genau, was hier auch klar ist, ist, dass was halt sehr viel fehlt, sind so positive Erzählungen von, wie sieht denn eine klimaneutrale Welt aus? Na, wir haben nochmal ein paar Beispiele. So, ja, einfach, wenn man mal kurz Klimaschutz irgendwie eingibt, dann kommt sofort sehr viel zu Verzicht. Und es ist immer auch diese Entweder-Oder-Frage, schaffen wir es mit Technologie, die Klimakrise aufzuhalten, oder geht es nur mit Verzicht und Degrowth und so weiter. Genau, das ist immer so auch wieder hier so eine Entweder-Oder-Geschichte. Und die Medien, die greifen das natürlich auch schamlos auf. Und ja, also dass diese Verzichtsdebatte, die kennen wir eigentlich schon seit 30 Jahren. Die Grünen haben da total, sind da total drunter gelitten. Alle erinnern sich vielleicht noch an den Veggie Day damals, wo es die dann eigentlich zu einer Fleischverzichtskampagne umgeframed wurde. Das ist ein ongoing Thema und das ist aber auch, das wird man nicht vermeiden können, dass von konservativer Seite einem dann Verzicht oder ja, diese Verzichtsdebatte dann vorgeworfen wird. Aber das liegt eben auch daran, dass von progressiver Seite zu wenig positive Narrative dann in den Raum gegeben werden und gesagt wird, was sind denn die Vorteile, welche Welt stellen wir uns denn vor und wie könnte denn eine klimaneutrale Welt besser sein? Das fehlt eben auch da wieder der Link zu, hey, es geht um Wohlstand, ja, Wohlstand bewahren, Wohlstand beibehalten. Aber es geht natürlich eigentlich auch darum, den Wohlstand zu erhöhen. Also wenn man jetzt saubere Luft hat und es ist gesünder und man bewegt sich mehr man braucht kein Auto, dann spart man auch Geld oder man bewegt sich halt mit Fahrrad und zu Fuß fort, hat kürzere Wege und so weiter und so fort. Also all diese Transformationsprojekte, die wir eigentlich brauchen, die führen ja eigentlich auch zu einer höheren Lebensqualität und nicht wirklich zu Verzicht. Und es kommt immer mehr so durch, aber es ist eben sehr schwer, wenn halt nicht dieses Klimaschutz mit Wohlstand so verknüpft wird, wenn es ist sehr schwer, so einen Bogen um diese Verzichtsdebatte zu drehen. Ja, deswegen brauchen wir eigentlich neue Narrative und vor allem einfache Narrative, denn das ist das, was nachweislich funktioniert. Und diese angesprochenen Narrative, die ihr hier seht, die sind eigentlich auch schon einfach. Versteht jeder, Klima retten fürs Klima und dieses weniger ist mehr, das versteht jeder. Die sind an sich in dem Sinne gut, aber die sind halt gleichzeitig auch nicht gut, weil sie, wie gesagt, die eigentlich so die falschen Dinge ansprechen. Der Klima retten ist, es geht nicht darum, das Klima zu retten, es geht auch nicht darum, was fürs Klima zu machen und es geht auch nicht per se um Verzicht, sondern das alles hat eben den Sinn und Zweck, unseren Wohlstand zu erhöhen und auch zu verbessern und natürlich nicht nur unseren, sondern auch den der anderen, der Menschen überall auf der Welt, weil da haben wir natürlich genauso ein Interesse daran, dass sie weiterhin im Wohlstand leben können und nicht ihre Lebensgrundlagen zerstört werden. Was natürlich auch viel passiert, ist, dass die Narrative eben nicht einfach sind. Das wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch so Debatten anhört, das werden wir nachher auch noch kurz sehen, es gibt sehr viel Gerede um CO2-Emissionen, um Anstieg von Meeresspiegeln, um globale Erhitzung und so weiter und so fort. Also es findet eine sehr technische, sehr ja, faktenzentrierte Kommunikation statt. Es werden sehr viele Fakten und Statistiken und Studien rausgeholt. Und man hat aber auch schon herausgefunden, dass es eben ja nicht so wirklich viel bringt, wenn man ja, Mehrheiten in der Bevölkerung für Klimaschutzmaßnahmen erzeugen will und wenn man auch will, dass Menschen irgendwie ins Handeln kommen, eben weil dadurch die Auswirkungen der Klimakrise auf das eigene Leben nicht spürbar werden. Also sowas muss eben auch ein Narrativ mitbringen, dass jeder und jede versteht, hey, warum betrifft mich das? Und zwar nicht erst irgendwie in 50 oder 100 Jahren, das wird ja auch oft gemacht in so einem Voraus, sondern im Hier und Jetzt, warum ist das jetzt wichtig? Das muss eben klar werden. Darum müsste es hier die ganze Zeit eigentlich gehen. Und genau, ich gebe jetzt mal über an Max, weil er hatte auch ein paar coole Beispiele und noch Ausschnitte mitgebracht, um jetzt mal so ein bisschen zu zeigen, wie es denn gut sein könnte oder wie es auch sein könnte, bevor wir uns dann die Sendungen ansehen.
Genau, da gebe ich ein bisschen weiter nochmal an einen anderen Herrn. David Fenton hat Fenton Communications gegründet, die vielleicht weltweit erste progressive Communications-Agentur, PR-Firma in Amerika, damals in den 70ern tatsächlich, also schon sehr lange her, die existiert immer noch, ist immer noch sehr erfolgreich. Er ist mittlerweile dort, glaube ich, nicht mehr super aktiv, aber ist weiterhin aktiv, auch in Talkshows zu sehen und hat sich jetzt in seinen letzten Jahren, in denen er aktiv ist, vor allen Dingen immer weiter auf die Klimakommunikation gestürzt und ja, und hat vor allen Dingen auch dadurch, durch seine ganze Erfahrung, die er in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, als progressiver Aktivist und PR-Berater, ist ja auch sehr bewandert in den ganzen Themen, was die Kognitionsforschung sagt, was auch funktioniert. Er hat viele Kampagnen gemacht, unter anderem mit Lady Gaga und allen möglichen Menschen. Also schafft es auch wirklich, große Menschen zu erreichen und hat auch schon viele Sachen erreicht in seinem Leben. Es ist tatsächlich sehr, sehr erstaunlich. Er hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, das ich auch empfehlen kann, The Activists Media Handbook, in der sein Lebenslauf so ein bisschen aufgezeigt ist und in der wirklich faszinierende Sachen beschrieben sind. Also sein Leben, ich hoffe, dass das irgendwann mal verfilmt wird, weil man kann es manchmal gar nicht glauben, mit was für Leuten er so zusammengearbeitet hat und wo er schon überall als Aktivist und PR-Berater aktiv war. Auch hier sieht man ihn zum Beispiel mit Nelson Mandela. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht, der besonders wichtig ist, auch für die Klimakommunikation. Und zwar, was Martha schon gemeint hat, wir müssen es schaffen, Menschen zu erreichen. Und Menschen zu erreichen und zu überzeugen bedeutet halt vor allen Dingen die Wiederholung von einfachen Erzählungen. Und das lasse ich Ihnen einfach selber nochmal sagen. Und diesen Clip spiele ich einmal kurz ab. Es ist in Englisch. Ich kann danach nochmal kurz zusammenfassen, was passiert ist oder was er gesagt hat. Geht nur eine Minute. Of effective communications that we know from cognitive science is the brain learns from the repetition of simple messages. And I want to stress repetition, repetition of simple messages. Now, progressives and Democrats don't tend to like simplifying things. We like complexity. And we hate repeating ourselves. So, in effect, we don't like what works. Now, the people that go to business school, who are dominating some of these debates right now in the Republican Party, and I do work with some Republicans, and we could talk about that, but they're smart about this. You know, stop the steal, make America great again. We don't like these kinds of slogans, but that's how the brain absorbs information. So we have to get over our disdain. And we can simplify honestly and truthfully, but we need to simplify. Genau, also hier fasst er das einfach nochmal sehr gut zusammen. Es ist extrem wichtig, dass wir es schaffen, dieses komplexe Thema der Klimakrise einfach zu vermitteln und vor allen Dingen auch in einfachen Nachrichten, Narrativen immer wieder zu wiederholen, damit Menschen das auch verstehen können. Und das ist im Prinzip die Aufgabe, die schwierige Aufgabe, die wir vor uns haben. Oder die wir gerade bewältigen müssen. Und wir haben lange darüber nachgedacht, was wäre eine einfache Erzählung. Wie Martha schon gesagt hat, aktuelle Erzählungen sind relativ komplex, weil wir halt sehr auf die wissenschaftlichen Fakten schauen. Das 1,5-Grad-Ziel wird genannt, das 2-Grad-Ziel wird genannt, CO2-Emissionen und so weiter. Das sind keine einfachen Nachrichten und das ist vor allen Dingen auch kein Narrativ, was sich eben so leicht wiederholen lässt. Deshalb haben wir uns gefragt, was wäre denn oder was ist vielleicht eine einfache Erzählung, die wirklich jeder nachvollziehen kann und die auch sehr schnell ja, zu erzählen ist. Und haben wir gedacht, vielleicht eine einfache Erzählung, die wir in Bezug auf die Klimakrise machen können, um Menschen zu erreichen, die vielleicht noch nicht überzeugt sind oder die überhaupt noch gar nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind, beziehungsweise es bis jetzt noch nicht sich getraut haben, auch weil es eben so komplex ist, sich damit zu befassen. Wäre im Prinzip zum Beispiel diese Vorstellung, dass man einfach diesen einfachen Fakt nennt, dass Wohlstand Rohstoffe braucht. Wir alle brauchen Rohstoffe. Unsere Klamotten, die wir tragen, kommen von irgendwoher. Wenn wir in den Supermarkt gehen, diese ganzen Produkte, die dort sind, kommen von irgendwoher. Unser Wohlstand braucht Rohstoffe. Das Benzin, was in den Verbrennern getankt wird, auch die Batterien, die in den E-Autos sind, alles, was wir, den materiellen Wohlstand, den wir haben, der braucht Rohstoffe. Ich glaube, das kann niemand abstreiten und es ist auch einfach nachvollziehbar.
Wenn in den Supermarkt kommen und da sind keine Produkte mehr da, weil die Rohstoffe fehlen, dann haben wir auch keinen Wohlstand mehr. Wenn das Wasser knapp wird, wie gerade in Frankreich und in Spanien, weil die Klimakrise schon so weit fortgeschritten ist, dass die Dürre selbst im Winter dort anhält, und dort, habe ich gestern erst gelesen, wurde jetzt in einigen Gemeinden nicht nur verboten, die Pools mit Wasser zu befüllen, sondern sogar der Verkauf von Pools wurde verboten, weil klar ist, dass diese Dürren immer häufiger kommen werden und dass dieses Wasser halt an anderer Stelle gebraucht wird. Das heißt, mit dem Fortschreiten der Klimakrise ist quasi der zweite Part der Erzählung, dass die Klimakrise, wie wir es auch gerade schon mitbekommen und tagtäglich in den Nachrichten sehen können, Rohstoffe vernichtet. Also unser Wohlstand braucht Rohstoffe, aber die Klimakrise vernichtet diese Rohstoffe. Das sind zwei einfache Dinge, die man einfach verstehen kann. Und das bedeutet, daraus folgt dann die einfache Erkenntnis, je stärker wir das Klima erhitzen, desto weniger Wohlstand haben wir. Einfach aus diesen drei verständlichen Zusammenhängen. Und ich denke, dass das eine Erzählung ist, die kommt komplett ohne die CO2-Ziele aus, die kommt direkt ohne die Emissionen aus und über die ganzen Kaskaden, die Effekte, die alle wichtig sind, alle richtig sind. Aber was wir, wie gesagt, brauchen ist, und das hat David Fenton auch gerade nochmal bestätigt, wir brauchen eine einfache Erzählung, die einfach verständlich ist und die wirklich jeder mitnehmen kann. Und das ist in dem Fall, wäre das ein Angebot für eine einfache Erzählung, die man aus progressiver Sicht ständig wiederholen kann. Und das zählt eben auch für alle Länder. Also alle Länder brauchen Rohstoffe für ihren Wohlstand. Und und wir können bei jeder Meldung, die im Prinzip in den Medien kommt, sei es jetzt die Dürre in Spanien, sei es die Dürre in Frankreich, sei es meinetwegen auch das Ahrtal oder andere Katastrophen, die wir jetzt erleben, das sind alles Beispiele dafür, dass die Klimakrise unseren Wohlstand vernichtet. Zum Teil dauerhaft, zum Teil temporär, aber es durch diese Erhitzung, die ja immer weiter fortschreitet, werden diese Krisen immer stärker und immer doller. Und deshalb ist es klar, dass der Wohlstand also für alle Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern für alle Menschen auch in Europa, aber auch in Afrika und anderen Kontinenten gefährdet ist. Und das ist, denke ich, eine sehr einfache Erzählung, die ihr gerne ausprobieren könnt, wenn ihr mit Menschen, mit eurer Familie oder mit Menschen redet, die vielleicht noch gar nicht mit dem Thema sich in Berührung gebracht haben oder Menschen, die ihr bis jetzt noch nicht überzeugen konntet, dann versucht doch mal diese Erzählung, denn ich denke, es ist sehr schwer zu behaupten, dass unser Wohlstand, den wir jetzt gerade schon haben, keine Rohstoffe benötigt. Und wer einmal in den Supermarkt geht und einmal schaut, wo diese ganzen Produkte herkommen, die wir so tagtäglich heutzutage konsumieren, oder die Klamotten, die wir heutzutage schon tragen, wo die herkommen durch die Globalisierung. Und wenn diese Länder nicht mehr bewohnbar sind, wenn diese Rohstoffe dort nicht mehr vorhanden sind, dann ist eindeutig klar, dass diesen Wohlstand, den wir gerade haben, der wird so weiter nicht existieren können. Und ich denke, das ist eine nachvollziehbare Erzählung, eine einfache Erzählung, die alle mitnehmen können und ausprobieren können. Denn wie wir gerade gesehen haben, wir brauchen einfach Erzählungen, die alle verstehen können. Und sie funktioniert vor allem auch im Hier und Jetzt. Also das werdet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wenn ihr den Klimadiskurs beobachtet, dass es immer sehr weit in die Zukunft geht. Es geht um zukünftige Generationen. Aber um jetzt ins Handeln zu kommen, muss man eben auch klar aufzeigen, okay, es gibt jetzt schon diese Engpässe. Und vor, keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Jahren hätte man das noch gar nicht machen können. Aber jetzt ist es super sichtbar, eben weil es diese Nachrichten gibt, die natürlich auch leider in den Medien unterrepräsentiert sind. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber gerade jetzt gibt es eben sehr viele Beispiele, die passieren in Deutschland, aber auch in Europa, also quasi in dem Bereich, der so für uns noch nah ist, die man nutzen kann, um eben diese einfache Erzählung fortzuführen oder ja, zu erzählen. Genau. Also das Narrativ, was wir denken, was besser funktionieren würde, ist zu sagen, wir wollen Wohlstand statt der Klimakrise. Die Klimademonstrationen finden statt, weil wir unseren Wohlstand sichern wollen, weil wir den Wohlstand für alle Menschen auf der Welt sichern wollen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang gesehen haben, das konservative Narrativ, dass der Klimaschutz Wohlstand verringern würde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir machen Demonstrationen oder es gibt Demonstrationen, weil der Wohlstand von uns, von den nächsten Generationen und auch von den Menschen überall auf der Welt gesichert werden soll. Das ist das Ziel. Wenn die Klimakrise weiter fortschreitet und die Rohstoffe weiter schwinden und vernichtet werden, dauerhaft vernichtet werden, das Klima komplett durcheinander gerät und wir komplett andere klimatische Bedingungen haben und die Menschheit dadurch nicht mehr
ihren Wohlstand überhaupt aufrechterhalten kann, dann haben wir versagt. Und genau das ist das, was wir verhindern wollen. Wir wollen Wohlstand sichern, nicht nur sichern, sondern eigentlich wollen wir den Wohlstand sogar steigern. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Erzählung, die wir immer wieder auch anbringen müssen. Wenn wir diese Transformation hinbekommen, dann ist es ein, dann haben wir mehr Wohlstand als vorher sogar. Es wird natürlich jetzt auch mit dem CO2, das jetzt schon in der Atmosphäre ist, werden wir natürlich viele Veränderungen jetzt schon wahrnehmen und leider auch damit klarkommen müssen, weil dieses CO2 ist jetzt in der Atmosphäre, das bekommen wir da so schnell auch nicht mehr weg. Und das Klima verändert sich jetzt schon, wir nehmen es jetzt schon wahr. Und selbst wenn wir ab morgen aufhören würden, CO2 zu emittieren, würden wir noch in den nächsten 10, 20 Jahren Veränderungen im Klima wahrnehmen, einfach weil dieses CO2 einen langfristigen Effekt im Klima auswirkt. Und genau, deshalb haben wir ein paar neue progressive Klimanarrative sozusagen, die wir euch vorstellen können, wo wir sagen, das wären ähnlich einfache Erzählungen. Also eigentlich das Hauptnarrativ ist Wohlstand statt Klimakrise und daraus kann man sehr viele andere Narrative ableiten, die helfen können, diese Perspektive, die progressive Perspektive in den Diskurs zu bringen. Und es wurde vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber ein Narrativ zum Beispiel ist, statt Klima zu retten, was wir eigentlich die ganze Zeit machen, warum sich auch die letzte Generation auf die Straße klebt, ist, weil sie den Wohlstand retten will. Für sich selbst, für die kommende Generation und für alle Menschen auf der Welt, auch gerade im globalen Süden. Das ist der Grund, warum diese Demonstrationen stattfinden. Wir wollen Wohlstand für die gesamte Menschheit erhalten und retten. Aber unser tägliches Vorantreiben der Klimakrise vernichtet unseren Wohlstand. Wir haben es gerade gelernt, die Ressourcen, die Rohstoffe, die Güter, die wir für Wohlstand brauchen, nicht nur hier in Deutschland oder in Europa, sondern überall auf der Welt, werden durch die Klimakrise vernichtet. Wenn das so weiterläuft, dann werden wir irgendwann keinen Wohlstand mehr haben können. Das ist das Problem. Und das muss eigentlich überall, in jeder Talkshow, auf jeder Demo muss das muss das Narrativ sein. Wir müssen unseren Wohlstand retten. Es geht nicht ums Klima. Also das muss man jetzt auch mal sagen, das Klima ist natürlich die Ursache. Es ist das, was wir selber vorantreiben, aber am Ende geht es um uns. Manche sagen auch gerne, die Menschheit retten oder so, aber wir würden sagen, nein, es geht um den Wohlstand, weil den Wohlstand, den können wir jetzt ab sofort spüren. Den kennen wir. Das ist unser alltägliches Leben. Und deshalb ist es so viel einfacher zu verstehen, dass es darum geht, das zu schützen und zu steigern, aber eben auch anderen Menschen auf der Welt zu ermöglichen. Also den Wohlstand, den wir jetzt haben, wollen wir natürlich auch anderen auf der Welt ermöglichen. Und das geht nicht, wenn die Klimakrise weiter voranschreitet. Ja, und vielleicht auch, kennt ihr auch wieder diese Kommunikation, okay, wir müssen die Zivilisation retten und das Ende der Welt verhindern. Das ist natürlich super schwer vorzustellen. Weil, ja, wie soll das aussehen? Aber so Wohlstand, das kann man ja ganz bildlich darstellen, also wie das Max gerade schon gesagt hat. Da geht es darum eben, dass dann eben nicht mehr die Lebensmittel im Supermarkt verfügbar sind, weil dann, ja, Spanien unbewohnbar wird und da auch niemand mehr was anbauen kann. Also das sind eben Sachen, die man sich eben vorstellen kann, oder auch die Wasserknappheit, die ja auch Deutschland schon längst erreicht hat. Das sind Dinge, die kann man sich vorstellen. Und das muss auch nicht in einer Erzählung von einer Apokalypse enden, sondern es geht darum, wie ist der aktuelle Wohlstand, wo wir ihn hier und jetzt kennen, wie wird er eingeschränkt, und diesen gilt es eben zu retten. Deswegen ist es besser, von Wohlstand retten zu sprechen, als jetzt von Menschheit und Zivilisation zu retten. Das ist halt viel zu groß, viel zu weit weg vom Alltag, viel zu schwer vorstellbar. Ja, jeder Mensch hat ein Problem, sich davon ein komplettes Ende der Existenz vorzustellen. Wir denken nicht gerne über den Tod nach, wir denken nicht gerne über Dinge nach, die, was wäre, wenn alles anders wäre. Das ist sehr schwer vorstellbar, und deshalb ist es auch schwierig zu sagen, die ganze Zeit diese Existenz nach vorne zu fokussieren letztendlich, weil am Ende es stimmt, die Existenz der Menschheit ist gefährdet, aber die Frage ist, muss das bei der Kommunikation wirklich im Fokus sein, weil am Ende wollen wir jetzt handeln und wir wollen vor allen Dingen die Menschen so erreichen, dass es verständlich ist und dass sie auch wissen, es geht darum, jetzt etwas zu tun. Und wenn wir von der Existenz reden, dann werden direkt Assoziationen offen im Gehirn zum Thema Apokalypse und wie sieht das dann aus, und dann kommt man direkt in einen Raum von Assoziationen, der extrem schwer vorstellbar ist und damit auch schwer zu begreifen ist. Und deshalb ist es wichtig, da ein anderes Narrativ anzugehen, und wir glauben, das Wohlstand retten, das bessere Narrativ dafür wäre. Gehen wir kurz weiter. Haben wir gerade schon gesagt, zweite wichtige und sehr einfache Narrativ,
Die Klimakrise bedeutet eine Vernichtung von Rohstoffen und unser heutiger Wohlstand, das ist wieder, es geht darum, die Klimakrise ins Jetzt zu holen. Unser heutiger Wohlstand benötigt Rohstoffe. Deshalb ist klar, wenn die Klimakrise Vernichtung von Rohstoffen bedeutet, was sie auch gerade aktuell schon tut, wie gesagt, wir haben schon Beispiel genannt, dann ist dieses Problem heute da. Die Klimakrise ist jetzt und wir merken sie jetzt schon und sie wird halt mit der Zeit auch immer schlimmer werden. Unser Wohlstand ist bedroht. Dritter Punkt, das ist dann natürlich auch ganz wichtig dazu zu sagen, konservative Politik vernichtet Wohlstand, weil aktuell, wie gesagt, das konservative Narrativ ist, dass der Klimaschutz Wohlstand gefährden würde. Aber genau andersrum, das andersrum ist der Fall. Klimaschutz zu blockieren bedeutet aktiv Wohlstand zu vernichten, eben weil diese Rohstoffe vernichtet werden, weil die Menschen aus den Ländern fliehen müssen und so weiter. Also diese ganzen Katastrophen, die dadurch entstehen, werden Wohlstand einfach unmöglich machen. Und deshalb muss man ganz klar sagen, alles, was blockiert, jede blockierende Politik, also die Klimaschutz blockiert, bedeutet Wohlstand aktiv zu vernichten. Weil, wenn man nochmal zum Punkt 1 geht, das Wichtige ist, die Klimakrise passiert nicht automatisch. Das ist nichts, was irgendwie ohne unser Zutun passieren würde. Nein, wir treiben diese Krise tagtäglich voran, indem wir jeden Tag immer mehr CO2 in die Luft pumpen. Und deshalb ist das ist kein Automatismus. Das heißt, solange wir das weiter tun und es nicht schaffen, damit aufzuhören und unsere Wirtschaft zu transformieren, werden wir das weiter tun. Und wenn wir dann das nicht stoppen, die Menschen, die das blockieren, diese Transformation einzuleiten, das sind Menschen, die tatsächlich dafür sorgen, dass Wohlstand vernichtet wird. Und das ist ein wichtiger Punkt, der auch viel häufiger in Talkshows und auch auf Demos meiner Meinung nach genannt werden sollte. Und dann denke ich auch, gerade weil wir, wenn man 2045 den Podcast vielleicht auch häufiger gehört hat, die Klimakrise ist ein strukturelles Problem. Und ich glaube, es ist sehr schwer manchmal zu sagen, ich habe gerade selber das Wort benutzt, Transformation der Wirtschaft, Mobilitätswende, es gibt so Worte, auch die sind schwer zu verstehen. Was genau ist denn die Transformation der Wirtschaft? Und ich habe neulich auch ein Interview gesehen, das war auch mit David Fenton in dem Fall, wo es darum ging, wie kann man dieses Problem deutlicher kommunizieren. Und er hat am Ende gesagt, dass wir eigentlich davon sprechen sollten, dass die Klimakrise auch ein Infrastrukturproblem ist. Es geht darum, dass wir unsere Infrastruktur, Energie, Verkehr, Ernährung etc. umstellen müssen, um die Klimakrise zu verhindern, um die Vernichtung unseres Wohlstands zu verhindern. Und wir haben in der Vergangenheit, in der Geschichte der Menschheit, schon sehr häufig große Infrastrukturprojekte gehabt. Die ganzen Autobahnen, die ganzen Straßen, die wir gerade in Europa und überall auf der Welt haben, die sind nicht einfach in der Natur gewachsen. Die haben die Menschen in 10, 20 Jahren massiv ausgebaut. Das ist ein Infrastrukturprojekt. Und danach ging es den Menschen besser. Dann gab es das Internet zum Beispiel. Auch das Internet kam nicht einfach so, das war ein massives Infrastrukturprojekt, was über Jahre vorangetrieben wurde und jetzt die ganze Welt miteinander vernetzt. Auch das zeigt, dass Infrastruktur einfach den Wohlstand für alle Menschen erhöhen kann. Und genauso wird es eben auch mit der Transformation sein, wenn wir unsere Infrastruktur dahingehend transformieren, dass die klimaneutrale Option immer die beste Option ist, auch der Standard ist. Also wenn ich weiß, ich komme von A nach B, ohne dabei CO2 in die Luft zu pumpen. Oder ich kann mich ernähren und muss keine Sorgen haben, dass dabei in der Produktion dieser Nahrung CO2 ausgestoßen wurde und so weiter. Also es geht darum, unseren Alltag so zu gestalten, dass wir weiterhin einen guten Wohlstand haben und einen guten Lebensstandard, also nicht nur wir, sondern alle auf der Welt, und dann trotzdem kein CO2 emittieren. Und das ist am Ende das Problem. Also es geht darum, die Infrastruktur zu verändern. Die Klimakrise ist ein Infrastrukturproblem und das können wir eigentlich auch immer klar benennen, weil alle Menschen können sich was unter Infrastruktur vorstellen, unter der Transformation der Wirtschaft wahrscheinlich eher weniger. Ja. Und der letzte wichtige Punkt, den haben wir auch schon kurz angesprochen, wir müssen auch weiter sagen, dass die Klimakrise lösbar ist. Also es ist nicht mehr viel Zeit, aber es ist lösbar und auch die Wissenschaft sagt, wir können das schaffen. Ich habe gerade schon ein paar Beispiele genannt aus der Vergangenheit, aus der Geschichte. Es gab schon riesige Transformationen, wo komplette Infrastruktur aus dem Nichts
erschaffen wurde. Und das können wir auch mit der Klimakrise machen. Wir können es auch dafür sorgen, dass unsere Mobilität komplett anders funktioniert, dass die Züge pünktlich kommen, schnell fahren, deutlich häufiger kommen, dass der ÖPNV ausgebaut ist, dass alle Menschen überall jederzeit die Option haben, nicht ins Auto zu steigen, dass die Städte grüner sind und auch autounabhängig sind, dass Menschen in der Lage sind, gerade in der Stadt, aber auch in kleineren Orten, ohne ein Auto überhaupt ihren Alltag zu bewältigen. Das sollte das Ziel sein. Wenn ich in der Lage bin, kurz zum Supermarkt rüber zu laufen oder vielleicht mit dem Rad zu fahren, statt ein Auto haben zu müssen, um meinen Alltag zu bewältigen, dann habe ich eine Wahl und kann sagen, ich muss das nicht tun. Und es ist auch nicht nur gesünder für mich, sondern es ist auch noch günstiger, weil ich brauche kein Benzin, ich brauche nicht mal Strom, um von A nach B zu kommen. Und das bedeutet aber natürlich, die Infrastruktur dafür auszubauen. Da Stichpunkt 15 Minuten statt der kurzen Wege. Das wäre im Prinzip das Ziel, dass wir es schaffen, unsere Infrastruktur so umzubauen, dass wir nicht nur den gleichen Wohlstand haben wie jetzt, sondern wir hätten tatsächlich einen besseren Wohlstand und die Klimakrise wäre damit auch gelöst. Genau. Genau, also vor allem dieses Lösbar ist ja auch, es kommt manchmal auch in der Kommunikation so rüber, weil wir uns auch so auf diese Ziele konzentrieren mit 1,5 Grad, 2 Grad, 2030, 2045, als wäre dann das danach vorbei. Aber diese Infrastruktur auszubauen, das wird halt ein langfristiger Prozess sein und der wird auch immer weiter gehen, selbst wenn wir schon extreme Auswirkungen der Klimakrise zu spüren haben. Und das muss eben auch klar sein. Also ansonsten ist es so wirklich so gefühlt immer so ein Abwarten bis, dann geht auch wieder Diskussion los, wir schaffen es eh nicht bis 2030, 2045. Diese ganzen Diskussionen sind eigentlich absurd, weil man muss ja trotzdem auf einen Zustand hinarbeiten, in dem wir unseren Wohlstand erhalten und auch verbessern können, sowohl für die Menschen hier in Deutschland, aber auch weltweit. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen gerne mit der Corona-Krise. Da haben wir ja natürlich auch, hatten wir den krassen Lockdown, aber wir haben natürlich dann nicht aufgehört und gesagt, so ja, das ist es jetzt, sondern haben geguckt, okay, wie kommen wir aus der Phase wieder raus? Und obwohl der Virus jetzt noch da ist, beschäftigt er uns nicht mehr so doll, weil wir halt Impfstoffe gefunden haben, weil wir super viel gelernt haben in der Zeit, um diese Krise zu bewältigen. Und und so ist es eben in der Klimakrise auch. Also die wird eben, deswegen geht es ja um eine Krise, die wird uns viele Jahre begleiten und es wird wahrscheinlich auch Art Lockdown-Situationen geben, wo es dann Katastrophen gibt. Aber es wird vor allem eine langfristige Sache sein und dieses Narrativ von, hey, aber wir können das lösen, wir sind nicht machtlos, ist eben ganz wichtig, dass das Progressive vertreten. Weil auf konservativer Seite stellen sich gerade eben alle hin und sagen, okay, wir müssen entweder auf Technologien hoffen oder wir müssen uns anpassen. Und das ist extrem passiv. Und da muss eben von progressiver Seite der Gegenpol kommen und sagen, nein, so wir können das machen, wir sind gestaltend, wir können was ändern und wir sind bereit, diese Schritte zu gehen, und zwar langfristig und nicht nur auf ein Ziel hin in den nächsten 5 Jahren, sondern eben wir sind bereit, diese Schritte zu gehen. Genau. Und wir verfolgen ja die Kommunikation der Parteien auch und es ist selten, dass diese Narrative vorkommen. Tatsächlich gab es vor einer Weile mal einen kurzen Moment, wo Habeck einmal dieses Narrativ angebracht hat. Den spiele ich einmal kurz ab. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist tatsächlich eine Ausnahme, weil so häufig haben wir die Narrative, die wir gerade aufgezeigt haben, noch nicht in den Debatten wahrgenommen. Krise, beziehungsweise wie schon mehrfach gesagt, das Klima hat ja gar keine Krise. Diese Krise wird die menschliche Gesellschaft in all ihren Facetten fordern. Es geht also nicht darum, das Klima zu schützen, sondern Wohlstand, humanen Wohlstand auf der Welt zu verteidigen und zu schützen bei einer globalen, grassierenden, galoppierenden Erderwärmung. Ja. Genau, da hat er es einmal kurz angebracht. Schade, dass es nur ein kurzer Teil der Rede war und dass es in sonstigen Interviews mit ihm seltener vorkommt. Aber wie gesagt, es ist mir auch egal, ob die Grünen dieses Narrativ einbringen oder SPD oder wer auch immer. Wichtig ist, dass diese Narrative in die Gesellschaft kommen, damit es verständlich ist.
Von wann ist die Rede? Das ist eine gute Frage, das kann ich nochmal raussuchen. Ich glaube, es ging um den Haushalt, also schon eine Weile her. Ja. Genau, das war ein kurzer Abriss zur Theorie und ein paar Narrative, die ihr benutzen könnt, um die Klimakrise verständlich zu machen und um Menschen zu überzeugen, die vielleicht noch nicht überzeugt sind. Denn am Ende, denke ich, wollen wir alle in Wohlstand leben und Wohlstand für alle ist auch ein progressives Narrativ, das auf jeden Fall viel häufiger genannt werden sollte. Und deshalb ist es auch überhaupt vollkommen okay, von linker Seite, von progressiver Seite zu sagen, wir wollen Wohlstand. Also das ist doch genau das Ziel. Der Unterschied zu Konservativen ist, dass Wohlstand eben nicht für alle da sein soll. Aber das können wir vielleicht in einem anderen Video nochmal besprechen, wenn wir auf die Wertesysteme eingehen. Ja, ganz genau. Genau, jetzt würden wir uns gerne die erwähnten Sendungen angucken, um zum Praxisteil überzugehen. Und genau, wir haben zwei Sendungen mitgebracht. Die erste, die wir uns gerne angucken würden, wir gucken uns nur einen Ausschnitt an, weil die geht, glaube ich, über anderthalb Stunden. Das ist eine Podiumsdiskussion von der Universität St. Gallen. Das ist eine Hochschule für Wirtschaftsrechts- und Sozialwissenschaften in der Schweiz. Die hat das ausgerichtet. Und zu Gast sind dort Eckhard von Hirschhausen, den kennen vielleicht einige von euch, die sich auch mit Klimathemen beschäftigen. Er ist Arzt und hat Wissenschaftsjournalismus studiert, aber vor allem kennt man ihn, weil er die Scientists for Future mitgegründet hat und auch ja sehr viel Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Klimaschutz, Klimawandel, Klimakrise macht. Er hat jetzt auch eine eigene Stiftung, Gesunde Erde, gesunde Menschen heißt die. Und er beschäftigt sich jetzt auch zunehmend mit der Frage, wie wir über die Klimakrise sprechen sollten, sodass Menschen die Auswirkungen verstehen und ins Handeln kommen und Klimaschutzmaßnahmen befürworten. Also weil er eben auch als Wissenschaftler merkt, okay, wir kommen mit den Fakten nicht weiter. Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Kommunikation reiner Fakten sehr wenig bewirkt. Und deswegen beschäftigt er sich auch immer mit der Frage, welche Narrative man denn braucht. Und so heißt auch die Sendung. Der Titel der Sendung heißt Generationen, Gesundheit, Sicherheit, neue Narrative zur Bekämpfung der Klimakrise. Also ziemlich das Thema, worum es gerade auch schon ging. Leider zeigen sie selber keine eigene Narrative auf. Deswegen, ja, das ist sozusagen die Arbeit, mit der wir uns dann beschäftigen. Dass wir sozusagen den nächsten Schritt auch gehen und schon mal erste Narrative uns überlegen, die funktionieren könnten. Und diese dort dann eben auch aufschreiben, verbreiten und in der Hoffnung, dass sie aufgegriffen werden und weiter verbreitet werden, weil wie wir wissen, geht es nur über die Wiederholung. Genau, zweiter Gast ist, aber den gucken wir uns gar nicht so an, ist Richard David Precht, den kennt ihr bestimmt auch, ist ja Philosoph, ist sehr viel in Talkshows, macht diesen Podcast mit Markus Lanz, lehrt auch an der Lofana-Universität in Lüneburg. Und aber wie gesagt, den Beitrag gucken wir uns gar nicht so sehr an, weil wir den von Eckhard von Hirschhausen bemerkenswerter fanden im Hinblick auf das Thema heute. Genau, und ich würde sagen, wir beginnen da auch direkt mit und hören uns mal an, was Herr von Hirschhausen sozusagen hat. Genau, wir müssen einmal zur Stelle spielen. Genau, wir müssen einmal vorspulen zu 2253. Genau, da ist Richard David Precht, aber den überspringen wir. Wunderbar. Dann schauen wir jetzt einmal, was Herr Hirschhausen über Klima und Kommunikation und Narrative so gesagt hat. Herzlichen Dank, lieber Richard. Du hattest zwar ein bisschen Pessimismus versprochen, aber mit deinem Plädoyer für einen richtig verstandenen Liberalismus ist doch jetzt auch schon sehr viel Optimismus, hoffe ich, in den Raum getreten. Und vielleicht noch etwas mehr, wenn wir dem Mann, der zeigt, dass man auch angesichts von einer Krise nicht seinen Humor verlieren kann, die Bühne übernimmt. Eckhart sagte nämlich letztens in einem Interview, die Erde hat eine schwere Infektion mit Homo sapiens und anderen Rindviechern. Ob es dafür eine Kur gibt mit neuen Narrativen? Wir sind gespannt. Danke, Claudia. Tag zusammen. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen, ich bin Arzt, ich möchte Sie alle gut behandeln. Am Samstag spreche ich in der ARD zu Millionen, diesen Samstag heute hier zu Milliarden. Deswegen bin ich sehr gerne hergekommen, denn ich weiß nicht so richtig, wer jetzt hier vor mir sitzt. Sind Sie Teil des Problems oder Teil der Lösung? Ich möchte Ihnen erzählen, warum ich tatsächlich einen sehr radikalen Schritt gerade gemacht habe, um die Zeit als Bühnenkomiker zu verlassen und zu sagen, ich möchte ein Lobbyist der Zukunft werden. Ich möchte das Thema planetare Gesundheit als ärztliches Thema definieren, denn die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert ist nicht mehr mit einer Tablette oder einer Operation zu heilen, sondern
Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle fünf Grundlagen von Gesundheit sind akut in Gefahr. Und deswegen muss ich auch ein bisschen lachen bei dem Motto, was hier immer noch hängt. Ich glaube, es war das letzte Mal. Where aspiration gets inspired. Da merkt man, das haben BWLer getextet und keine Ärzte. Weil Aspiration in der Medizin ist Erstickungstod. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote über den Wert von Gesundheit, wo ein Mann mit dickem Portemonnaie und Wohlstandsbauch in ein Steakhouse geht und er nimmt sich ein großes Stück Fleisch und ist zu gierig und plötzlich liegt dieses Stück Fleisch vor seiner Luftröhre. Das nennt man Aspiration in der Medizin. Und er wird blau, kippt vom Stuhl und der Kellner springt hinzu und macht das, was man dann tun muss, nämlich nicht mehr heimlich Manöver, sondern hinten zwischen den Schulterblättern. Und dann fliegt der Fleischklops aus dem Fleischklops und kommt langsam wieder zu sich, zückt seine Brieftasche und sagt, junger Mann, Sie haben ja das Leben gerettet, was bin ich Ihnen schuldig? Und er sagt, wissen Sie, ich kenne hier, um mein Studium zu finanzieren. Ich habe beim Roten Kreuz mein freiwilliges Jahr gemacht. Ich wusste, was zu tun ist. Es war meine menschliche Pflicht, Ihnen zu helfen. Aber wenn Sie mir etwas geben wollen, geben Sie mir bitte die Hälfte von dem, was Sie bereit waren zu zahlen, solange das Ding noch drin war. Das ist eine sehr weise Geschichte, weil wir den Wert von Gesundheit oft nicht mit einpreisen. Und das bewegt mich, weil wir bei Familienunternehmern, und hier sitzen ja auch viele, in Generationen immer denken, was geben wir weiter? Und ich möchte diese Perspektive umdrehen und überlegen, wo stellt uns heute schon die nächste Generation massiv in Frage? Weil genau das war der Moment, wo ich auch meine Position überdacht habe. Gesunde Erde, gesunde Menschen ist die Stiftung, für die ich heute bin, hier stehe, denn wissenschaftlich, Richard hat es gesagt, ist das alles sonnenklar. Man kann diese Grafik aber auch so fassen, Climate Change isn't real, das war die erste Phase, okay, Climate Change is real, we're just not convinced it's caused by humans. Dann kam Ups und jetzt ist Fuck. Und deswegen ist die wichtigste These, Research shows that showing people research doesn't work. Ich habe Medizin studiert und Wissenschaftsjournalismus und immer machen wir Forschung auch in Grundlagen mit dem Knowledge Deficit Model. Wir denken immer, wenn wir noch mehr wüssten, dann würden wir schlauer handeln. Aber alle Evidenz spricht dagegen. Von Club of Rome, Claudia hat es erwähnt, ich bin da inzwischen auch, von Holmer von Ditfurt, von der NASA, von Expertinnen und Experten, die bei Exxon gearbeitet haben und die dann sabotiert wurden, bis hin zu dem großartigen Film Don't Look Up. Hand hoch, wer hat den gesehen? Schaut ihn euch an, wer ihn noch nicht kennt, auf Netflix. Mir blieb das Lachen im Halse stecken, ein bisschen wie bei der Aspiration, weil ich 5 Jahre Gastgeber einer Talkshow war und immer wieder hörte, ja, ist denn der Gast aus der Wissenschaft, ist der denn gesichtsbekannt? Dann sagte ich, für welche Körperteile soll man denn sonst bekannt werden? Also ich habe genau das erlebt, was dort passiert. Wissenschaft hat eine super wichtige Botschaft und keiner hört hin. Und weil ja auch hier viele Studierende sind, die ihren Platz im Leben suchen, möchte ich euch alle ermutigen und auffordern, immer wieder daran zu denken, ja, es können auch einzelne Menschen Narrative ändern. Es können einzelne Menschen eine Massenbewegung auslösen, wie Greta. Und übrigens 1992 in Rio auch diese junge Kanadierin, die ziemlich genau wortgleich dasselbe sagte. Damals gab es aber keine Social Media. Das heißt also, wir müssen überlegen, was ist Freiheit wert, was ist Gesundheit wert, was ist ein gutes Leben? Und das ist nicht alles durch den Markt abzubilden. Wir brauchen menschliche Nähe. In dem Moment, wo ich daraus ein Geschäftsmodell mache, ist so ein bisschen der Charme weg, wenn Sie den Gedanken verstehen. Diese Frau hat Rechtsgeschichte geschrieben, Rhoda Verheyen, weil sie das, was Richard gesagt hat, nämlich im Namen der nächsten Generation eine Klage vor das Bundesverfassungsgericht gebracht hat. Und diese Frau hat dann das Urteil mit unterstützt, Gabriele Britz, die sagte, ja, die Freiheitsgrade der nächsten Generation müssen Leitlinien der Politik heute sein. Und das ist sensationell.
Und das ist ein Umdenken, wie es in der Wirtschaft im Moment noch ansteht. Wie berichten wir über die wichtigste wissenschaftliche Erkenntnis, der neue IPCC-Bericht, obwohl ich Fan des Öffentlich-Rechtlichen bin und selber auch für die ARD moderieren darf, bin ich hier sauer auf die Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau. Ich zeige Ihnen nur mal die Screenshots von IPCC-Berichtstag. 1,5 Grad Ziel kaum noch zu erreichen. Denke mal, pff, tolle Botschaft. Dann sehe ich zwei Hansel, die ich nicht kenne, obwohl ich mich lange schon mit diesem Thema auskenne. Einer steht im Skigebiet, einer hat nicht aufgeräumt, macht Zoom auf Blur. Zwei alte weiße Männer, die irgendwie relevant sein sollen. Dann sehe ich Afrika, denke ich, gut, dass ich da nicht wohne. Dann sehe ich Meer, denke ich, gut, dass ich da nicht wohne. Dann kommt Mujib Latif ins Zimmer, weil sie offensichtlich kein Drehteam hatten. Und dann gucken diese Männer alle auf ihr Handy, wahrscheinlich, weil das der Moment der Presseschau ist. Aber ist irgendetwas an dieser Bilderwelt, in einer visuellen Welt geeignet, um uns die Dringlichkeit der Botschaft zu vermitteln? Nein, ich sehe sozusagen, wenn ich nur die Bilder betrachte, lauter Leute, die sich noch nicht mal für ihr eigenes Ding interessieren. Und dann kommt Credit Suisse, Finanzmärkte stabilisieren sich und dann denkt jeder Zuschauer, ach gut, die Welt ist wieder in Ordnung. Überlegen Sie mal, wie viele Nachrichten haben Sie über den IPCC-Bericht gesehen, wie viel über Credit Suisse? Was ist für die Welt Ihrer Kinder wichtiger? Hand hoch, wer von Ihnen hat denn überhaupt Kinder? Okay, wer mag seine Kinder? Ah, okay, es gibt so Momente, aber wenn wir über die nächste Generation reden, müssen wir uns klar machen, was sind die großen Themen? Gucken wir auf die falschen Wellen. Und weil hier so viel ökonomischer Sachverstand versammelt ist, haben wir auch im Wahlkampf in Deutschland immer noch geredet, ja, was kostet denn der Liter Benzin dann, wenn das und das passiert? Dann ist die Gegenfrage, was kostet es uns, nichts zu tun? The Cost of Inaction, Howard Stern, London School of Economics. Das ist ein Gedanke, wo ich mich frage, wie stark wird er hier in St. Gallen gelehrt, praktiziert und hinterfragt? Cost of Inaction heißt, wir sind im Moment an dem letzten historischen Punkt, wo wir überhaupt noch mit Geld etwas bewegen können, bevor Irreversibilität eintritt. Und Irreversibilität ist für unser Hirn extrem schwer zu begreifen. Wenn man sich damit beschäftigt, warum wir diese 40 Jahre verloren haben, ist uns als Menschen eben sozusagen das Unmittelbare immer so viel näher als das Ferne, dass ich Ihnen ein Beispiel geben möchte für Irreversibilität, was ich auch jedem Studenten zutraue, der schon einmal ein Ei gekocht hat. Ich habe mich als Arzt gefragt, warum jedes Fieberthermometer auf diesem Planeten bei 42 Grad endet. Das ist ja kein Zufall, das ist überall so. Was steckt dahinter? Proteine denaturieren bei 42 Grad. Auf gut Deutsch, Eier werden hart. Wenn das Wasser abkühlt, wird das Ei aber nicht mehr weich. Es hat irreversibel für immer seine Funktion verändert. Aus einem gekochten Ei wird auch nie mehr ein Küken. Da kannst du lange brüten, das bleibt hart. Es hat also für immer die Chance auf Leben vertan. Woraus besteht ein Ei? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht unser Körper? Aus Wasser, aus Fett und aus Eiweiß. Woraus besteht unser menschliches Gehirn? Aus Wasser und aus Fett und aus Eiweiß. Fällt Ihnen was auf? Wir sind aus genau den gleichen Bausteinen. Egal, wie viele digitale Welten und Metaverses wir erschaffen, wir können aus unserem Körper, aus einer biologischen Verfasstheit nicht raus. Die kann uns auch sehr viel Freude machen, aber es ist Quatsch zu glauben, dass wir uns irgendwie anpassen können. Ab 42 Grad Körpertemperatur ist Ende Gelände, weil es ein biologisches Gesetz ist und weil Physik auch weiter gilt, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat. Und deswegen ist es so wichtig zu fragen, was können wir tun, um das zu verhindern? Denn auch ganz offen, dieses Gerede, ja, die nächste Generation wird es besser machen, ist Bullshit. Wir haben nicht mehr die Zeit, bis die Menschen, die heute hier ausgebildet werden, in den machtvollen Positionen sind, in denen sie heute sind, ist die Zeit vertan, die wir haben. Wir haben eine Jahrhundertaufgabe, für die wir weniger als 10 Jahre Zeit haben. Und deswegen ist das eine wichtige Abbildung aus dem IPCC-Bericht, nämlich jeder Mensch, auch wenn er heute 70 ist, wird betroffen. Und Menschen im globalen Süden um ein Vielfaches mehr als Menschen in der Schweiz. Deswegen Klarheit. Die Klimakrise ist real und gefährlich. Wir Menschen sind die Ursache, Gott sei Dank. Deswegen können Menschen was daran ändern. Die Fachleute sind sich einig, es gibt noch Hoffnung. Wem das noch zu komplex war, Klima ist wie Bier, warm ist scheiße. Manchmal braucht es authentische Begegnungen. Mein großer Wunsch wäre, dass heute für viele, die das sehen und hören, ein so ein Aha-Moment passiert. Dass eine Idee von dem, was wir hier diskutieren, so sehr sie im Herzen berührt, wie die Begegnung mit dieser Frau. Wer ist es? Wer kennt sie?
Das ist Jane Goodall. Sie ist als junge Frau im Alter von vielen, die hier studieren, nach Tansania in Gombe, um Menschenaffen zu studieren. Und ist inzwischen eine der wichtigsten Stimmen für die Rettung unserer Lebensgrundlagen. Und mitten im Gespräch drehte sie die Perspektive um und stellte mir eine Frage, die ich Ihnen jetzt auch stelle. Jane sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Zugespitzt, Hand hoch, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Betonung auf regelmäßig, nicht aus Versehen, aus Affekt oder Infekt heraus, sondern mit Vorsatz. Macht keiner, wir wüssten, wie es geht, wir könnten es uns auch leisten. Wir machen es dennoch nicht, weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Da will ich eine schöne Zeit, da will ich sauber haben, da will ich keinen Scheiß. Wenn Sie sich einmal kurz in Ihr Wohnzimmer begeben, in Gedanken, und Fenster, Tür und Herz öffnen, ist uns allen bewusst, das hier ist unser Wohnzimmer, unser own living room, der einzige Raum, wo Menschen überhaupt lebensfähig sind, weil wir Wasser haben, Luft und Pflanzen, die wir essen können. Und eine Atmosphäre haben, die eben nicht, wie unsere Sinne sagen, unendlich ist, sondern die ist hauchdünn, wie die Haut von einem Apfel und genauso fragil. Und diese Atmosphäre von wenigen Kilometern missbrauchen wir als Müllabfall. Wenn wir Müll erzeugen, ist klar, wir zahlen für die Entsorgung. Wenn wir Wasser dreckig machen, ist klar, wir zahlen für die Entsorgung. Mit welchem Recht haben wir gasförmige Dreck ausgenommen aus der Bepreisung? Wir brauchen dringend einen weltweiten, globalen, hohen CO2-Preis, damit die Wirtschaft das tun kann, was sie gut kann, nämlich gute Lösungen finden, wenn wir Planungssicherheit haben. Und es ist schön, um wirklich alle zu begeistern, ist der einzige Planet mit Kaffee, Sex und Schokolade. Es wird nicht besser, auch nicht für Elon Musk. Und wir verhalten uns wie diese Golfer auf dem Platz. Wir spielen weiter unser Ding, wir haben solche anderen Prioritäten, als uns um den brennenden Wald zu kümmern. Und mein zweiter Weckruf nach Jane war dann Fridays for Future, wo ich eine Rede gehalten habe und dann erlebte, wie die engagierten jungen Menschen gebasht wurden von Politikern, jetzt gender ich nicht, es waren ausschließlich Männer, die sagten, die sollen doch die Politik den Profis überlassen, die haben auch keine Ahnung, wollen nur Schule schwänzen. Und das war, wie so oft, in Diskursen, These, Antithese, 28.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, der Schweiz und Österreich haben innerhalb von Tagen unterschrieben, die wichtigsten Studien zusammengestellt. Das war die Geburtsstunde von Scientists for Future. Ich war einer davon, mein Bruder auch. Und das ist so wichtig, dass klar ist, unite behind the science. Denn die Gesundheitsgefahren im 21. Jahrhundert sind mehr oder minder alle direkt oder indirekt mit Klimakrise, Tierhaltung und Lebensraumverlust versammelt. Das ist erstmal sehr abstrakt, 8 Millionen Tote durch Luftverschmutzung, bis man jemanden trifft wie diese Frau, die ich in Glasgow auf der Klimakonferenz interviewen durfte. Können wir den Ton noch ein bisschen lauter machen? In the UK. And last year, after a 7-year long battle, we finally got air pollution on her death certificate. So she's the first person in the world to have air pollution on her death certificate. Diese Frau hat ihre Tochter verloren durch einen Asthmaanfall und der Pathologe hat gesagt, er hat sie geöffnet, ihr Lunge sah aus, als hätte sie über Jahre geraucht. Und er hat ihr bestätigt, sie wäre nicht gestorben ohne Luftverschmutzung. Da hat sie 7 Jahre juristisch erkämpft, dass Luftverschmutzung die Todesursache ist. Und solche Geschichten brauchen wir, weil human beings are a storytelling animal. Wir brauchen solche Geschichten, dass die Statistik von Gesundheitsgefahr Nummer 1 plötzlich ein Gesicht kriegt. Und da brauchen wir auch das Gleiche fürs Artensterben. Denn in dieser kurzen Zeit, 10.000 Jahre, haben wir praktisch alle Arten außer unseren Nutztieren und uns selbst platt gemacht. Das macht die Arten krank, dann übertragen sie uns ihre Viren und wir wundern uns, dass Pandemie nach Pandemie kommt. Wir bräuchten ökonomisch nur 1 oder 2% von dem, was uns die letzte Pandemie gekostet hat, um die nächste zu verhindern. Warum ist unser Wirtschaftssystem unfähig, in Prävention zu investieren? Denn die Tiere sterben heute. Waldspaziergang kann man nicht mehr empfehlen. Es kommen Tropenkrankheiten zurück. Und die Natur aus Sicht des Menschen ist immer noch eine Umwelt um uns herum. Haben Sie zu Hause Umbewohner oder Mitbewohner? Ich bin ein Botschafter für die SDGs. Wir brauchen eine Idee, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass alles, was hier verhandelt wird, die Economy und Society, nichts mehr ist ohne die Biosphäre. Da gibt es eine Hierarchie dieser Ziele. Und es gibt eine Trauer, wenn man in diese Abgründe guckt. 42 Grad ist 112, ist ein medizinischer Notfall. Und warum habe ich dann den Schritt gemacht, eine eigene Stiftung zu gründen?
weil den Gesundheitsberufen vertraute Feuerwehrleute, Sanitäter, Pflegekräfte, Ärzte und Ärzte, hier ganz unten Politik, Versicherungsvertreter, Werbeleute. Also wir brauchen den medizinischen Multiplikatoren in der Öffentlichkeit. Es gibt eine berühmte Anekdote von einem Feuerwehrmann, der in Australien von Scott Morrison, dem kohleverliebten Premierminister, sozusagen für die Pressearbeit so einen Handschlag bekommen sollte. Und da hat er in dem Handschlag verweigert und gesagt, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Dieser Satz ging viral. Deswegen brauchen wir diese Stimmen, die nah dran sind am Leid der Menschen. Und reden Sie über die Dinge ohne das Wort Klima oder Umwelt. Das ist so narrativ behaftet, dass es viel besser ist zu reden, Mensch, bist du gerne gesund? Hast du, woran glaubst du? Was ist dir wichtig? Was ist dir heilig? Was soll heil bleiben? Wo bist du gerne zu Hause? Möchtest du da wohnen bleiben? Wie gerecht ist das, was wir tun? Wie viel Freiheit nehmen wir uns? Was ist mit Familie und Kinder? Wie viel Kriege, Konflikte kommen auf uns zu durch die Klimakrise und die Migration? Was willst du eigentlich gerne essen? Wofür möchtest du arbeiten? Und wie wichtig ist dir ein soziales Miteinander? Ja. Ja, wir machen mal Stopp, haben jetzt sehr lange schon geguckt. Wir haben, ja, sind inzwischen viele Sachen aufgefallen, die wir vorher angesprochen haben. Also er spricht sich auch stark dafür aus, eben nicht zu sehr auf der Faktenebene zu bleiben, sondern wirklich auch zu sagen, welche Auswirkungen hat das auf die Menschen, auch klar zu machen. Menschen sind jetzt betroffen. Und auch die, die jetzt schon leben und nicht erst die zukünftigen Generationen. Viele Analogien auch gebracht. Das ist natürlich auch ein Mittel, um Dinge verständlich zu machen, sei es mit dem Ei oder noch eine andere Analogie, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ihr habt es ja gesehen. Wir fahren jetzt nochmal gerade den letzten Punkt besonders interessant, weil das auch was ist, was sehr mit unserem Ansatz resoniert. Und zwar sagen wir eben auch, Wir müssen über Werte sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was betrifft Menschen und warum ist es für sie wichtig. Und dann kommen eben solche Begriffe, die er hier aufgezählt hat, werden dann relevant, die eben die Menschen betreffen, wie Gesundheit, Familie, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit, also Beispiel Energie. Das erleben wir ja gerade ganz viel mit Erneuerbaren. Ist jetzt gerade so dieses Thema unabhängig. Wir müssen unabhängig von Russland werden. Und das ist ein guter Diskurs, weil dort darüber eben klar wird, ja, warum wir diese Maßnahmen brauchen, welche Werte damit zusammenhängen. Genau. Und ich fand es auch interessant, dass die Werte, die er aufzeigt, also am Ende ist es interessant, dass er auch selber eben sagt, dass wertezentrierte Kommunikation, das ist genau das, was wir auch immer predigen sozusagen, Fakten sind wichtig, aber im Zentrum sollten die Werte stehen, nämlich das, was die Menschen berührt. Und all diese Werte, die er da aufzeigt, gehen am Ende auch auf das zurück, was wir am Anfang des Streams gesagt haben, auf letztendlich Wohlstand. Wenn wir gesund sind, wenn wir eine funktionale Heimat haben, in der wir uns wohlfühlen, wenn es gerecht zugeht, wenn wir unabhängig frei sind, wenn unsere Familien und Kinder gesund sind, wir in Sicherheit leben, genug Nahrung haben, arbeiten gehen können und so weiter, dann haben wir Wohlstand. Und das letztendlich umschreibt er mit diesen ganzen Werten, das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich es geht darum, unseren Wohlstand zu sichern, nicht nur hier, sondern auch überall auf der Welt. Genau. Ich glaube, der geht noch ein bisschen weiter und danach, oder willst du noch weiter schauen oder wollen wir zum nächsten Video springen? Nee, es geht noch weiter und danach sind auch noch ein paar interessante Sachen aus der Diskussion, auf die wir noch kurz eingehen wollen. Genau, aber wir werden nicht alles angucken. Der Link wurde ja hier eben schon geteilt. Ich teile den auch nochmal hier im Chat für alle, die sich die gesamte Sendung nochmal angucken wollen. Ist auf jeden Fall interessant. Und das sind wertebasierte Diskurse und da kann man eigentlich mit jedem Menschen sofort ein ganz anderes Gespräch führen, weil man dann an das rankommt, was Menschen innerlich bewegt. Und das ist so wichtig. Und immer wieder lassen wir uns ablenken von Diskursen, die total Quatsch sind. Windräder töten nicht viel Vögel. 0,1. Glasscheiben 115 Millionen, Hauskatzen 100 Millionen, Autos, Züge. Ja, es hilft, Fakten in solche Diskussionen zu bringen, gerade wenn sie von der AfD angestoßen werden. Warum gibt es in Kantinen nicht flächendeckend pflanzenbasiertes Essen, wenn das einer der großen Hebel ist? Warum haben wir immer noch Verzichtsdebatten über Autos? Wenn man einmal in Kopenhagen war, weiß man, wie geil diese Stadt ist.
Warum reden wir auch nicht mit den großen Themen, wie Fußball? EM kommt auf uns zu, dass auch ein bester, trainiertester Körper, wenn er erhitzt, zusammenbricht. Und deswegen ist so wichtig, das nächste Thema, nämlich Kommunikation an Ereignisse ranhängen, die wichtig sind, wie die EM. Oder auch bei Festivals, den Männerurin zu sammeln, denn da ist Phosphat drin, wird knapp und das versteht jeder Mann auch mal 2 Promille, dass er gefordert ist, einen relevanten Beitrag zu leisten. Und dieses Foto habe ich tatsächlich im WM-Studio gemacht, WM-Stadion gemacht in Berlin, meine Heimatstadt. Ich fand es so herrlich, in der Pause 15 Minuten, 70.000 Leute müssen pipi und er könnte irgendwo auf die Wiese strölen, aber er wartet, bis ein Platz am Toilettenwagen frei wird. Und davon bin ich auch ein bisschen stolz. Ordnung, Disziplin, Sauberkeit, das sind einfach deutsche Werte, die auch mit Blasendruck noch funktionieren. Wenn Sie mehr über planetare Wissen, Gesundheit wissen wollen, schauen Sie auf der Homepage von meiner Stiftung oder von Wissen für 8 Erde in der ARD. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, das ist der Missing Link im Narrativ, nach meiner Meinung. Eines Tages werden wir alle sterben. Ja, das stimmt, aber an einem anderen Tag nicht. Ja, das ist spannend, weil er nimmt natürlich die Perspektive eines Arztes ein, deswegen ist auch eine super gut, wichtige und interessante Perspektive, gerade wie er eben gesagt hat, sind ja auch Ärzte solche Vertrauenspersonen. Und es ist immer super wichtig, die Klimakrise aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und eben zu zeigen, welche Auswirkungen hat das. Und dieses Narrativ, was er gerade gesagt hat, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz, das würden wir dann eben auch um eine wirtschaftliche Perspektive erweitern durch Klimaschutz ist Wohlstandsschutz, so wie das eben beim Beitrag schon ankam und auch Herr Habeck so ein bisschen anklingen lassen hat. Das hat auf jeden Fall einen Vorteil zu diesem Klimaschutz aus Altruismus-Narrativ, was wir zu Beginn aufgezeigt haben, dieses ich tue etwas fürs Klima. Es liegt vor allem daran, dass es eben für Menschen mit eher konservativen Werten, die eher konservativ eingestellt sind, auch konservative Parteien wählen, für die eben dieses Klimaschutz aus Altruismus-Narrativ nicht funktioniert. Eben weil, nicht weil diese Menschen egoistisch sind, sondern weil das eben sehr stark über konservative Narrative diese Eigenverantwortung und Eigennutz über Jahre hin kommuniziert und verbreitet wurde und das natürlich auch was macht. Dementsprechend ist es tatsächlich überzeugender, wenn man irgendwie auch Menschen aus dem anderen Lager für die eigene Position gewinnen möchte, eben auch die Vorteile hervorzuheben, die ja auch total plausibel sind. Also es ist ja auch total normal, dass man gesund sein möchte, dass man frei sein möchte, dass man Wohlstand haben möchte. Deswegen ist eben dieses Klimaschutz-Narrativ, Klimaschutz aus Altruismus, ich tue etwas fürs Klima, aber nicht für mich, ist eben ja eigentlich doppelt blöd, weil eigentlich ist es nicht wirklich progressiv und vor allem erreicht man damit erst recht keine Menschen, die über Jahrzehnte hinweg mit konservativen Werten bespielt wurden und entsprechend dann diese auch haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Blickwinkel, den Eckart von Hirschhausen ja auch einnimmt, wenn er dieses Thema Gesundheit einbringt. Das ist eben eine sehr individuelle Sache. Es geht um einen selbst, es geht um den Menschen. Und das ist eigentlich das, was auch in der Kommunikation ständig rüberkommen und wiederholt werden sollte. Mal weiter. Mhm. Wir sind die Einzigen, die in die Zukunft planen. Wir sind nicht besonders gut darin. Aber wenn wir es nicht machen, es nimmt uns keiner ab. Und deswegen das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Wenn Sie diesen Satz hängen lassen können. Und es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn man alleine ist. Deswegen an dieser Stelle auch ein Riesendankeschön an mein wunderbares Team. Donald Sandmann begleitet mich heute. Wir brauchen viel mehr Profis, wir brauchen viel mehr Promis, die ihren Mund aufmachen und am besten sich vorher schlau machen in dieser Reihenfolge. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Bleiben Sie in Kontakt über Genau, das war jetzt dein Vortrag. Aber du hast gesagt, es gibt noch ein, zwei Stellen, wo wir noch einmal reinspringen. Ist jetzt die Frage, ob wir reinspringen oder die Diskussion uns nochmal anhören. Ich muss mal eben, können aber eigentlich reinspringen. Genau. Jetzt will ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja, genau. Ich mache mal eben hier, wo Eckart von Hirschhausen wieder spricht. Sorry, es ist gerade ein bisschen schwierig, die Stelle zu finden. Wort, was ich von Richard gelernt habe, ist der Ex-Innovation beschäftigen. Aber diese Art und Weise, wie Menschen, die sich in die Öffentlichkeit begeben, inzwischen mit Hass überschüttet werden, das führt dazu, dass sich viele Menschen diese Last nicht mehr antun. Und das ist das, was die Gegner der Demokratie ja gezielt
befördern. Und das dürfen wir als liberale Gesellschaft überhaupt keine Sekunde weiter tolerieren, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen, weil die physisch angegriffen werden. Dass sich auch Politiker und Politiker inzwischen nur mit Polizeischutz auf Veranstaltungen begeben und. Das hätte ich mir vor 5 Jahren nicht zu träumen gewagt. Ja? Und das ist durch diese Pandemie, wo viele Leute sozusagen dem, was heute Gott sei Dank hier wieder passiert, nämlich Menschen face-to-face zu begegnen und auszutauschen, man muss ja nicht einer Meinung sein, aber ich sage immer, jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und die, sagen auch sowohl bei den Klimaleugnern, als auch, was ich wichtig finde, was du, Richard, gesagt hast, es gibt ja auch Leute, die haben ein großes Interesse, dass zum Beispiel auch der Ausbau von erneuerbaren Energien gehemmt wurde. Ja? Das müssen wir auch im Rückblick sagen, dass da eben ganz viele Dinge überhaupt nicht noch nicht mal dem freien Markt überlassen waren, weil sonst hätte sich Solarenergie sofort gegenüber Atomenergie gerechnet und. Das heißt, ausgerechnet die immer so liberal tun, waren es de facto auch im Handeln nicht. Und da kann ich sehr empfehlen, den Film Merchants of Doubt, der zeigt, wie man mit Falschinformationen auch ganze Wissenschaftszweige diskreditieren kann. Eine amerikanische Wissenschaftshistorikerin hat das zusammengestellt. Und eben auch ein aktuelles Buch von zwei Spiegeljournalistinnen, Susanne Götze und Annika Jörres, die über die Klimaschmutzlobby, über die Verhinderungsstrategien kommunikativ also wirklich Zweifel säen an der Machbarkeit. Das wird rückwirkend, auch was Exxon gemacht hat, glaube ich, wirklich als ein Verbrechen der Menschheit in Erinnerung bleiben. Jetzt ist es an Ihnen, mit Brandmetaphern habe ich nach den Bildern, die wir vorhin gesehen haben, ein bisschen meine Mühe, aber Sie haben sicher Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Ich gucke nach den Mikrofonen. Da ist auch bereits, und ja, die Brandmetapher bleibt, im flammenroten Blazer. Nicola, kannst du gucken, dass das Mikro hier hinkommt? Ja. Sprache ist eben schon etwas, das einen dann formt. Ja, bitte. Sagen Sie kurz Ihren Namen, was Sie machen und dann die Frage, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Rike Schüss. Ich mache Kommunikationsberatung und forsche auch im Bereich der Demokratie in Europa. Und auch zurückgehender Wahleinsatz der Europäer seit 1973 und habe da eben, bevor wir lange über das Thema, wie kriegen wir wieder die Verbindung zwischen Bürger und Politiker hin, haben wir vorhin ja auch gesehen, an allerletzter Stelle, die Politiker im Vertrauensbarometer, ist meine konkrete Frage an Herrn von Hirschhausen, wie wir die oberen Berufe, die einen hohen Vertrauensvorschuss haben, dann PR-technisch auch besser einbinden können, um in der Gesellschaft wieder mehr Engagement hinzubekommen. Weil da würde ich persönlich eine Lösung sehen und da würde ich Sie fragen, wie wir da vielleicht vorankommen. PR ist das falsche Wort. Das heißt nämlich auf medizinisch per rectum, das ist die digitale Untersuchung. Entschuldigung, einmal Doktor, immer Doktor. Und digital heißt in diesem Fall der Finger, es hat nichts mit Computer zu tun. Diese Berufsgruppen, gerade Pflegefachkräfte, sind traditionell sehr apolitisch. Sie haben keine klassische Standesorganisation. Es gibt seit Jahrhunderten in der Schweiz und in Deutschland Ärzte, Pflichtmitgliedschaften sogar in der Ärztekammer. Es gibt keine adäquate Pflegekammer. Das ist ein Problem. Gleichzeitig wird über Hitzewellen immer noch berichtet, wenn man sich anguckt, Fernsehberichte dazu, mit Bildern von Menschen, die eine Eistüte in der Hand haben, mit Bildern von Menschen, die irgendwie im Springbrunnen ihre Füße waden. Die Bilder, die nicht gezeigt werden, die aber real sind, sind, dass 2003 bereits 70.000 Menschen in Europa an Hitze gestorben sind. Das war der Moment, wo Frankreich angefangen hat, Hitzeschutzpläne ernsthaft zu nehmen. Vor allen Dingen Menschen, die vorerkrankt sind. Das ist sozusagen das Extrem. Und Deutschland ist bei Hitzetoten an dritter Stelle international, weil wir eine relativ alte und vorerkrankte Bevölkerung haben und weil wir nichts gelernt haben von mediterranen Ländern und Städte immer noch bauen und gerade auch Banken und diese ganzen Paläste, die sind immer noch Glasfassaden,
die nach innen heraus mit wahnsinnig viel Strom gekühlt werden müssen und nach außen heraus sich gegenseitig bespiegeln und die Städte unbewohnbar machen in Hitzewellen. Das heißt also, es gibt ganz viele Themen, die man da adressieren muss. Und diese Berufsgruppe, das ist ja auch die Arbeit, die ich mache, Beispiel seelische Gesundheit, ja, also lange bevor Mitarbeiter von Ihnen durch den Hitzetod sterben, sind ja total unproduktiv. Mich wundert immer, warum das in der Wirtschaft nicht auch mit einkalkuliert wird. Unser Hirn funktioniert am besten in einem relativ niedrigen Temperaturbereich. Wir brauchen, sagen nicht umsonst, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. In dem Moment, wo Sie in der Hitzewelle sind, im Büro oder zu Hause, versuchen Sie doch mal, irgendeinen kreativen Gedanken zu haben, über 30 Grad. Ja, und dann, das wundert mich, dass diese ganzen Effekte, die das auch aufs konkrete Wirtschaftstun hat, nicht mitdiskutiert werden. Also ich glaube, es braucht verschiedene Argumente für verschiedene Zielgruppen. Und wenn ich letzten Jahr saß ich im Rhein, der hier aus dem Bodensee ja weiter entspringt, im Flussbett, und es war bis auf so einen Rinnsal eingetrocknet. Ich hätte heulen können. Ja, dass eine Lebensader, so nennen wir Flüsse, ja, die sind beseelte Wesen in der ganzen Mythologie, ja, dass die plötzlich nicht mehr da sind, inklusive der Gletscher. Ich habe auch mal mit Markus Lanz in einer Sendung darüber gesprochen, wie ihn das selbst als Südtiroler Bauernjunge berührt, wenn er heute in seine eigene Heimat kommt und die ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das heißt also, wir werden alle heimatlos in unserer eigenen Heimat durch die Klimakrise. Und das sind Dinge, wo ich sage, warum reden wir darüber nicht, was es auch seelisch tut? Ich habe, um Ihre Frage auch nochmal auf institutioneller Ebene zu beantworten, mit dem DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychologie. Ja, was ich hier nochmal spannend fand, war, dass er dieses Thema mit lange bevor Menschen am Hitzetod sterben, sind sie unproduktiv, weil unser Gehirn am besten bei kühlen Temperaturen funktioniert. Stichwort kühlen Kopf bewahren. Und dass diese Effekte natürlich auch nicht diskutiert werden. Also ich finde, Herr Hirschhausen bringt hier nochmal sehr gut auf den Punkt, ja, wie einseitig der Diskurs dann am Ende dann doch geführt wird. Und das knüpft so ein bisschen an, auch wieder an dieses Thema, hey, wir reden immer so direkt vom Ende, dass irgendwie Menschen sterben und so weiter oder dass es hier die Zivilisation untergeht. Aber es geht ja auch genau um diese Sachen, die man sich schon vorstellen kann, die dazwischen passieren, die ja eine erhebliche Belastung nicht nur für uns Menschen sind, aber eben auch da wieder fürs Wirtschaften. Also wenn man sich so Debatten anhört, wie ja gerade jetzt auch das Thema Fachkräftemangel wieder ganz groß, wie können wir es hinbekommen, dass wir unseren Wohlstand erhalten, dass wir weiterhin in Deutschland weiterhin Innovation voranbringen und diese Wirtschaftsleistung weiterhin aufrechterhalten. Und da hat er natürlich total recht, dass dieses Thema, was passiert denn, wenn hier Leute nicht mehr arbeiten können, nicht nur, weil sie in Rente sind, sondern auch, weil die übrigen sich kaum mehr konzentrieren können, weil wir ja einfach extreme Hitzen haben. Und das ist ja in Deutschland, ist es ja noch gemäßigt. In vielen anderen Ländern wird es ja wirklich unbewohnbar. Aber das ist tatsächlich etwas, was man auch sehr wenig hört. Also es geht dann eher so um, okay, es werden Orte unbewohnbar, aber so dieses, was passiert denn bis dahin? Welche Beeinträchtigungen hat das auf menschliche Gesundheit und entsprechend dann auch auf das Wirtschaften? Wird sehr selten angesprochen und vor allem dann eben auch aus progressiver Sicht. Ja, der letzte Sommer hat mir schon gereicht. Genau, mir geht es genauso. Also ich konnte mich da sehr gut wiederfinden, als er gesagt hat, versuchen Sie mal einen kreativen Gedanken zu fassen, wenn es über 30 Grad ist. genau, wir gucken uns noch mal einen letzten Punkt an. Sorry, ich hatte eben ein bisschen zu früh eingeschaltet. Da ging es dann so kurz noch mal um Hass und dass ich gerade Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, natürlich davon nicht beeinträchtigen lassen sollte. Das war noch mal eine gute Message, aber wollte eigentlich ein bisschen früher einsetzen. Wir hören uns noch mal einen Beitrag an und einmal von Hirschhausen und dann noch mal kurz von Richard David Precht, weil da noch mal ein paar interessante Sachen sind, die auch aus unserer Perspektive richtig und nicht häufig, also häufiger gesagt werden sollten, also nicht häufig genug gesagt werden, wollte ich sagen. Und dann springen wir auch zur nächsten Sendung. Psychotherapie, Psychiatrie und Neurologie, eine Pressekonferenz gegeben, wo wir hochgerechnet haben, dass 1 Million Menschen nur in Deutschland und entsprechend auch ähnliche Zahlen für die Schweiz
psychisch krank sind durch Effekte, die heißen Hitze, die heißen Feinstaub und Angst. Also Angst vor etwas, was kommt, ist inzwischen unter den Jugendlichen eine der Top 3 Ängste. Und das ist etwas, was bis hin zu der Traumatisierung durch Extremwetterereignisse, also sprechen Sie mal mit Leuten im Ahrtal. Wie ist das, wenn plötzlich das, was du dir aufgebaut hast, einfach so von der Welle mitgerissen wird? Wie ist das für einen Feuerwehrmann oder eine Rettungssanitäterin, wenn sie nicht helfen kann? Also diese ganze Traumatisierung, die da in einer Nacht passiert, 30 Milliarden Schaden, 200 Tote, und wir reden immer noch, können wir uns Klimaschutz leisten? Also da werde ich nicht nur nachdenklich, sondern auch wütend, dass wir da immer noch den falschen Frame haben. Und deswegen dieses Motto, was wir hier haben, Next Generation, ist so wichtig, denn was wird uns denn die nächste Generation weniger verzeihen? Temporär gestiegene Energiepreise oder für immer gestiegene Meeresspiegel? Das ist die Frage. Richard, also keine PR. Ich kann mich dem anschließen und was natürlich, also wir haben eine Ja, ist natürlich auch so dieser falsche Frame, der eher nochmal sagt, Klimaschutz, können wir uns Klimaschutz leisten? Ich glaube, das ist hier wahrscheinlich auch allen klar. Das wurde eben auch schon gesagt, das ist natürlich die falsche Frage. Was können wir, wie können wir es uns nicht leisten? Und auch da zeigt sich aber wieder gut, dieses sich leisten können, dass dieses Narrativ, Klimaschutz macht uns arm, das ist ja sozusagen die Folge von Klimaschutz versus Wohlstand, dass man da so ein Gegensatzpaar aufmacht, dann bedeutet es die Schlussfolgerung, Klimaschutz macht uns arm. Das ist halt so verankert, dass wir diese Finanzierungsdebatten permanent führen. Wenn es heißen würde, Klimaschutz schafft Wohlstand, Klimaschutz schützt Wohlstand und fördert Wohlstand, was auch immer man dann für ein Adjektiv nimmt, aber Klimaschutz führt am Ende zu Wohlstand. Wenn man das in der Gesellschaft verankert wäre, wenn das dominante Narrativ ist, dann würde man auch diese Finanzierungsdebatten ganz anders führen. Deswegen ist es so wichtig, dass zumindest von progressiver Seite dann dieses Narrativ komplett umgedreht wird und gesagt wird, hey, Klimaschutz schafft Wohlstand. Und zwar idealerweise nicht mehr nur den Wohlstand, den wir jetzt haben, sondern auch noch einen viel größeren Wohlstand im Sinne von Lebensqualität, wie Max eben beschrieben hat. Ideale Unterrepräsentation des Klimathemas. Du hast das ja sehr schön an diesem unfreiwillig komischen Bericht der Tagesschau über das 1,5-Grad-Ziel demonstriert. Wir haben immer noch in Deutschland Börse vor 8. Ja, also bevor um 80 die ältere Generation um die Tagesschau versammelt, kommen die Börsenkurse. Es gab eine Initiative Klima vor 8. Ja, wollen wir nicht mal ein bisschen gerade mal wieder neu informiert werden, ob es noch einen Tropfen Wasser im Aralsee gibt und wie die Lage in Somalia ist und so weiter und so weiter. Oder dass auch in den Ferienparadiesen im Mittelmeer absolut neue Rekorde erreicht worden sind und was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Und dass Mallorca dieses Jahr Trinkwasserknappheit bekommen wird bei dem höchsten Tourismus, den es je in der Geschichte gegeben hat auf der Insel. Und diese ganzen Dinge, die müssen eigentlich kommen. Die müssen tagtäglich und so weiter kommen. Und die müssen auch gar nicht alarmistisch kommen, sondern einfach noch der Motto, justiert euch mal, in welche Welt und wie ihre Kinder und sowas leben. Das machen wir bis heute nicht. Klima ist ein unangenehmes Thema in der Medienlandschaft, weil das macht keinen Spaß, sondern ist man froh, eben wenn was anderes kommt. Und vor allen Dingen so Sachen wie diese Zahlen, 1,5 Grad oder 2 Grad oder so, da spiegelt sich im Gehirn nichts, da färbt sich nichts an. Ich kann mir eine Welt bei 2,5 Grad Erwärmung überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Die tatsächlichen Ausmalungen dessen, was das bedeutet, ich meine, wir haben in Deutschland riesige Kontroversen gehabt. In der Schweiz gab es sie natürlich auch um die sogenannte Migrationskrise von 2015 an. Wenn wir das uns jetzt mal vorstellen im Zuge des Klimawandels, dass wir Mauern bauen müssen, von denen wir dann runterschießen, weil sich 100 Millionen auf die Socken machen, ja, weil sie keine lebend bewohnbare Lebensgrundlage mehr haben und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Dinge, auf die wir uns überhaupt nicht so richtig vorbereiten, wo wir immer noch so ein bisschen Science-Fiction den Kopf schütteln. Aber das sind ja ganz, ganz reale Dinge, die in unmittelbarer naher Zukunft, ja, die ich noch erleben werde, hier nicht in 50 Jahren oder sowas stattfinden. Das ist vollständig medial unterrepräsentiert. Und in der Politik sind Yellow-Press-Fragen, ja, des Persönlichen absolut überrepräsentiert. Ja, es ist ehrlich gesagt, wenn wir uns das Personal angucken, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ja, das wollte ich nur noch einmal angucken zusammen, weil weniger jetzt so das Thema Geflüchtete, ich habe gesehen in dem Chat, das kam, oder Migrationspolitik, das kam, glaube ich, auch nochmal auf, aber sondern eher, weil er nochmal ganz klar gesagt hat, so, ey, wenn das
wenn das immer nur über 1,5 Grad gesprochen wird, dann färbt sich da nichts ein im Gehirn. Das spiegelt sich nicht im Gehirn. Und da hat er tatsächlich vollkommen recht. Das bestätigt die Kognitionswissenschaft auch, mit der wir uns sehr viel beschäftigen. Diese Fakten, wenn die eben, oder Zahlen und Fakten, wenn die auf kein Konzept im Gehirn antreffen, was man irgendwie schon mal kennt und gehört hat, dann haben die sehr wenig Effekt, dann können wir uns darunter nichts vorstellen. Und dieses Klimawandel ist sowieso ein sehr komplexes Thema und dann noch mit 1,5 Grad. Niemand weiß, was das eigentlich bedeutet. Also deswegen da nochmal, also trifft sich ziemlich genau das, was wir zu Beginn gesagt haben. Es muss eben verständlich werden, was das für Auswirkungen hat. Genau, und deshalb auch der Hinweis darauf, dass wir von Rohstoffen sprechen sollten, die einfach durch diese Klimakrise vernichtet werden und das letztendlich unseren Wohlstand gefährdet, weil das ist vorstellbar. Wir können uns die Rohstoffe, die wir gerade brauchen für unseren jetzigen Wohlstand, die auch andere Länder für ihren Wohlstand brauchen werden oder jetzt auch schon brauchen, die brauchen wir auch weiterhin. Und wir brauchen vielleicht sogar mehr, wenn wir noch mehr Wohlstand haben wollen. Und diese Rohstoffe werden wir bald nicht mehr haben und auch nicht mehr organisieren können, wenn sie durch die Klimakrise immer weiter schwinden. Und wie gesagt, die besten Beispiele sind dafür die Wasserknappheit, die bereits auch in Europa stattfindet, aber natürlich auch in anderen Ländern noch viel krasser ist. Aber ja, das passiert jetzt schon und das sind Dinge, die wir jetzt schon auch sagen können, das passiert im Hier und Jetzt. Und das erleben wir ja auch selbst in Deutschland mit den zunehmend immer heißer werdenden und vor allen Dingen immer trockener werdenden Sommern. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch was Richard David Precht hier nochmal kritisiert hat, dass es, oder auch davor Herr Hirschhausen, dass es immer natürlich medial unterrepräsentiert ist. Das ist ein riesiges Problem. Zumindest können jetzt alle, die zuhören oder alle, die auch irgendwie sich engagieren politisch oder Diskussionen führen, das tun wir ja fast alle, zumindest wir können dann anfangen, anders über die Klimakrise zu sprechen und dieses Wohlstandsnarrativ immer mit reinbringen. Und dann entsprechend wird irgendwann, wenn man das dann auch häufig genug wiederholt hat und das seine Kreise zieht, dann wird es auch aufgegriffen und medial verbreitet. Ich fand es lustig, dass Richard David Precht sich hier hingestellt hat, als würde zu viel über Personen in der Politik gesprochen und er selber hat erst vor kurzem einen sehr abfälligen Kommentar zu Annalena Baerbock gemacht. Also manchmal muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ja, deswegen habe ich den Beitrag da auch gestoppt, weil das ist jetzt nicht ein Thema, worauf wir heute jetzt eingehen wollen. Aber vielleicht auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, Max, also auch nochmal ein paar Begriffe, um die zu nennen. Also Kipppunkte ist eben auch so ein, niemand weiß wirklich, was ein Kipppunkt ist, da auch da von Rohstoffen sprechen. Hey, Kipppunkte sind, wenn Rohstoffe für immer auch unverfügbar werden für uns. Also wenn irgendwie Böden nicht mehr funktionieren, wenn die Meere nicht mehr funktionieren, wenn wir damit nicht mehr arbeiten können sozusagen. Das ist ja die Folge, die aus diesem Kipppunkt entsteht, der dann auch begreiflich wird, warum das ist, was ist, was uns was angehen sollte. Genauso ist es mit dieser, wenn etwas irreversibel ist, ich habe das Substantiv, das hat jetzt eben Eckhard von Hirschhausen schön mit diesem Ei, mit dem gekochten Ei, diese Analogie gebildet. Aber auch dort ist die Frage, schaffen die Menschen die Transferleistung von, okay, was hat das Ei jetzt mit meinem persönlichen Leben zu tun? Auch dort geht es ja eigentlich darum, dass gewisse Dinge, die wir selbstverständlich nehmen und die auch auf denen unser Wohlstand basiert, wie gesagt, gesunde Böden, gesundes Wasser, ein gesundes Ökosystem, dass wenn das nicht mehr da ist, ist eben auch die Grundlage für jeglichen Wohlstand nicht mehr gegeben. Und das ist ja eigentlich genau damit gemeint, mit diesen Kipppunkten, ab denen dann gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. Natürlich ist das alles viel komplexer, aber wie David Fenton zu Beginn gesagt hat, wir Progressive müssen uns so ein bisschen von diesem Willen und diesem Wunsch verabschieden, immer die Komplexität abzubilden, sondern müssen vor allem einfache, eingängige Narrative daraus ableiten, die man einfach versteht. Und das hat auch nichts irgendwie mit Intelligenz zu tun, das hat einfach damit zu tun, wie das Gehirn funktioniert. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie mit Menschen redet, die nicht intelligent sind, sondern das ist bei allen Menschen so. Wir haben alle das gleiche Gehirn, unser Gehirn verarbeitet Informationen gleich und Progressive sagen ja immer so, ja, listen to the science, und das sollten wir auch machen, wenn es darum geht, wie kommunizieren wir, wie wirkt Sprache auf unser Gehirn, wie findet politische Meinungsbildung statt, und die Wissenschaft, die ist sich da einig, es sind eben die einfachen Botschaften, die immer wiederholt werden, die ja am Ende dann auch
eine Veränderung im Denken und im Handeln bewirken. Und das müssen eben Progressive viel mehr für sich nutzen. Genau. Genau, und genau, wir gehen jetzt aber mal über zur zweiten Sendung. Die ist nämlich auch spannend. Und zwar ist es ein Interview mit Ulrike Herrmann. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, dass es im CDU-Kanal, YouTube-Kanal gibt, ist die Sendung Einfach mal machen mit Carsten Linnemann. Und er lädt immer mal wieder Leute ein. Und zuletzt war es Ulrike Herrmann und Clemens Fuest. Ulrike Herrmann, also nicht zuletzt, ist glaube ich schon ein bisschen älter, es gibt zwischendurch ein paar neuere Sendungen, also ja, könnt ihr ja mal reingucken, also es ist nicht so, dass wir uns ständig reinziehen, die CDU-Sachen, aber tatsächlich war das ein Interview, was wir cool fanden, weil Ulrike Herrmann dann ja echt eine gute Performance abgeliefert hat, das werden wir dann gleich sehen. Ulrike Herrmann kennen vielleicht viele von euch, Redakteurin bei der Taz, ist Historikerin und gelehrte Bankkauffrau. Sie hat viele Bücher über den Kapitalismus geschrieben, vor allem zuletzt Das Ende des Kapitalismus, so heißt das Buch. Und genau dazu wird sie jetzt auch in letzter Zeit sehr häufig eingeladen, weil es natürlich auch ein sehr kontroverser Titel ist. Und ja, wir finden, sie macht das eigentlich ja, sehr gut und ja, vertritt ihre Position da sehr gut. Genau, dann gibt es halt noch Clemens Fuest. Er ist der Vorstand des IFO-Instituts, des Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Volkswirtschaftslehre und Politikberater. Ja, vertritt halt klassische konservative Positionen. Ihn gucken wir auch gar nicht so genau an, sondern wir konzentrieren uns vor allem auf Ulrike Herrmann, weil wir versuchen auch immer so ein bisschen Positivbeispiele zu zeigen. Also da ist jetzt auch nicht, also sind jetzt auch nicht alle Sachen so, die sagen so, ja, total cool, aber das Gespräch nimmt einen spannenden Verlauf, sagen wir es mal so. Genau, und Gastgeber ist, wie gesagt, Carsten Linnemann, stellvertretender Parteivorsitzender CDU auf Bundesebene, hat BWL und VWL studiert, also kommt so aus der Wirtschaftsecke. Genau. Und wir beginnen bei einem, also am Anfang gibt es so eine kleine Vorstellungsrunde, das haben wir euch jetzt quasi abgenommen, indem wir euch kurz gesagt haben, wer spricht hier. Deswegen beginnen wir direkt ab Minute 13:40, wo Ulrike Herrmann, wo es dann darum um quasi Ulrike Herrmanns Thesen aus ihrem Buch Das Ende des Kapitalismus geht. Ich weiß nicht, vielleicht haben es auch einige von euch schon gelesen oder gehört. So, steig mal hier ein. Und heute haben wir eine Situation, und deswegen habe ich Sie auch eingeladen, dass Sie die kecke These haben, dass wir zu einer sogenannten Überlebenswirtschaft eigentlich zurückkommen müssen, wo der Staat genau festlegt, welche Güter dürfen verkauft werden und was produziert wird und wie die Güter verteilt werden. Habe ich das jetzt zu arg zugespitzt oder ist das das, was Sie sich vorstellen? Also um jetzt mal ein mögliches Missverständnis schon mal auszuräumen, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde den Kapitalismus absolut faszinierend, weil er Wachstum und Wohlstand ermöglicht hat. Um jetzt mal kurz zu sagen, was ich für Kapitalismus halte, das ist eigentlich im Kern das Gleiche wie die Industrialisierung, die historisch gesehen 1760 in England eingesetzt hat und sich dann über Europa und Nordamerika und Teile der Welt verbreitet hat. So, und für mich war dieser Kapitalismus, diese Industrialisierung tatsächlich ein Segen, weil wir damit reicher geworden sind, weil es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Wohlstand gab. Und um nur mal eine Zahl zu nennen, damit auch klar ist, was für ein Segen das war. Vorher, vor der Industrialisierung im 18. Jahrhundert, sind die Leute im Durchschnitt 35 geworden. Heute werden wir über 80 und das ist ein Geschenk. Und dass wir hier sitzen ganz gemütlich und über den Kapitalismus reden, das haben wir dem Kapitalismus zu verdanken. Nicht? Das muss man also erstmal wahrnehmen. Das einzige Problem an diesem wunderbaren System ist, dass der Kapitalismus nicht nur Wachstum erzeugt, sondern auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein, damit es keine Krisen gibt, keine Millionen Arbeitslosen und so weiter. Jetzt ist aber das eine Banalität. Man kann nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen. Nicht? Und man muss sich klar machen, dass Deutschland im Augenblick so tut, als könnten wir anteilig drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber nur eine Erde. Andere Länder sind noch schlimmer. Also USA ist schon bei 5 Planeten. Nicht? Aber das macht die Sache ja auch nicht besser. Fakt bleibt, wir können nur einen Planeten verbrauchen. Und die Grenzen des Wachstums sind in Sicht. Und die sind absolut. Das eine ist die Umweltgrenze, das andere ist die Rohstoffgrenze. So, und man kann
Um direkt mal hier kurz einzugreifen. Also ihr merkt schon, die spricht es auch direkt an, worauf wir zu Beginn eingegangen sind, dieses Thema Rohstoffe, was sehr schlau ist, weil es macht es natürlich sofort verständlich. Sie sagt halt ganz, fährt halt ganz klar das Narrativ, okay, wenn es keine, wir brauchen Rohstoffe zum Wirtschaften, wenn es keine Rohstoffe gibt, dann können wir auch nicht mehr wirklich wirtschaften, wir können keinen materiellen Wohlstand mehr schaffen. Und genau, das, wir werden auch hinterher sehen, dass es dann gerade bei gerade Clemens Fuß in eine ziemliche Ecke drängt. Und was wir aber, was ich mir aber trotzdem noch wichtig ist zu sagen, ist so, dass dieses Narrativ ja kein Wachstum auf einem endlichen Planeten würden wir jetzt nicht so wirklich ja, befürworten beziehungsweise ja, raten, dass man das nimmt, weil auch das ist wieder sehr abstrakt, also so begrenzter Planet, okay, aber was heißt das eigentlich? Da denkt man direkt wieder, stellt sich so einen Planeten vor, ist man direkt wieder so von der Bildwelt im Raum, im Weltraum, also sehr weit weg vom Alltag. Und dann Wachstum ist ja auch so ein Begriff, gerade so im politischen Diskurs, im wirtschaftlichen Diskurs, auch wird sehr unterschiedlich ausgelegt, also da besser konkret werden und von Rohstoffen sprechen, das macht sie dann auch im Nachgang, von Rohstoffen, von Energie sprechen, also von Dingen sprechen, die man irgendwie auch versteht, um zu wissen, okay, was ist denn jetzt genau begrenzt? Was heißt das denn, begrenzter Planet? Wir müssen irgendwie wieder rein in die Grenzen der Natur. Und das möchten Sie machen, indem der Staat in Zukunft festlegt, wer was produzieren darf. Ja, genau. Jetzt brauchen wir halt... Vielleicht können wir auch nochmal darauf eingehen, genau. Also ich denke auch, dass dieser, Nicole hat es auch schon erwähnt, dass Kapitalismus, dass es schlau ist zu sagen, dass sie ihn quasi nicht kritisiert, sondern ihn toll findet, weil sie sich natürlich auch in einer Sendung befindet, wo ganz klar ist, dass auf der Gegenseite Menschen sitzen, die den Kapitalismus auch toll finden und es einfach ihr die Möglichkeit gibt, dann über das eigentliche Thema zu sprechen, nämlich wir hatten das auch beim letzten Stream, diese ewige Debatte zwischen Kapitalismus oder anderen Wirtschaftssystemen bringt niemanden weiter, sondern es geht darum, jetzt Lösungen zu finden und das macht sie natürlich ganz, ganz schlau. Ich bin bei ihr auch ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob sie das nur sagt aus einer Kommunikationsstrategie heraus oder ob sie das wirklich so glaubt, weil sie wiederholt es ja wirklich ständig und permanent in jedem in jeder Talkshow, aber es gibt ihr natürlich die Möglichkeit, dann in solchen Talkshows auch wahrscheinlich eingeladen zu werden und eben die progressive Perspektive in gewissen Bereichen dann auch mal reinzubringen, weil wer sonst würde vielleicht eingeladen werden, um so kritisch oder anders über, ja, über die Wirtschaft zu sprechen, die wir brauchen, um klimaneutral zu werden. Also ja, wir können das nur bestätigen, es ist nicht alles super toll, was sie sagt und manche Sachen sind auch fragwürdig, aber man muss es auch immer im Kontext sehen, wo sie sich gerade befindet und wir können uns natürlich die Sachen rauspicken, die sie besonders gut macht in dieser Debatte hier. Wir brauchen halt grünes Schrumpfen, ja? Und jetzt ist aber nur, dass ich es mal verstehe, Sie sprechen von einer Kriegswirtschaft, die es in England gab. Genau. Nur, dass ich es mal verstehe, der Staat... Genau. Es ist eine Verstaatlichung von Unternehmen de facto? Nein. Nein. Jetzt ist also, wenn man das erstmal verstanden hat, nicht? Wir brauchen grünes Schrumpfen, weil wir den Planeten nicht mehr ausplündern können. Dann ist natürlich die Frage, gibt es in der Geschichte ein Beispiel, wo eine Wirtschaft, eine kapitalistische Wirtschaft erfolgreich geschrumpft wurde, ohne dass sofort das totale Chaos ausbricht mit Millionen von Arbeitslosen, die am Ende dann, weil sie so verzweifelt sind, einen Diktator wählen. Und dann stößt man eben auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Und um das kurz zu erklären, nicht, die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Dann, als der am 1. September 1939 ausbrach, war klar, Hitler greift Großbritannien an. Es war auch klar, man hat nicht genug Waffen. Und in dieser Situation blieb nur noch eins, man musste die Wirtschaft schrumpfen, um Fabrikkapazitäten freizuräumen für dieses ganze Militärgerät. So, dieser Militärteil ist nicht mehr interessant für uns, aber interessant ist dieses Schrumpfen, wie das gemacht wurde. Und da gab es eben letztlich zwei Säulen. Säule 1 ist das, worauf Sie jetzt gerade raus sind. Es wurde nichts verstaatlicht, das war kein Sozialismus wie unter Stalin. Es blieb alles privat. Unternehmen und Manager konnten machen, was sie wollten in ihren Fabriken. Aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter, das war dann die Säule 2, wurden gerecht verteilt. Das heißt, es wurde rationiert. So, und ich glaube, dieses System... Also eine Planwirtschaft oder Kommandowirtschaft. Es war eine private, demokratische Planwirtschaft. Es war also etwas völlig anderes als das, was im Sozialismus passiert ist. Man kann sagen, die Engländer haben damals eine neue Wirtschaftsform entwickelt, wie man eben so eine Wirtschaft schrumpfen kann, wenn man das muss.
Ich sage ja nicht, dass wir alles genauso machen müssen wie die Engländer, aber ich glaube, dass man das als Analogie interessant finden sollte, weil wir als Gesellschaft, als globale Gesellschaft oder die reichen Länder stehen alle vor der Frage, wie man organisiert grün schrumpfen kann. Planwirtschaft, brauchen wir die wieder? Ich finde es interessant, dass er auch da jetzt einfach wieder es verkürzt und sagt, das ist jetzt eine Planwirtschaft, wo auch wieder Assoziationen gemacht werden, die sie ja gerade widerlegt hat und gesagt hat, nein, es ist demokratisch, private Unternehmen, die konnten selbst entscheiden, wie sie das gemacht haben und nur ein Teil davon war geplant. Aber gut, er verkürzt es wieder und macht daraus eine andere Frage ein bisschen damit. Ja, also Ulrike ist natürlich jetzt ist kein Heimspiel für sie. Genau. Also deswegen ist aber umso schöner zu sehen, dass ja, sie dann auch immer mehr Clemens Fuest und auch Carsten Linnemann in die Ecke treibt. Das sieht man jetzt auch nicht so, aber das werden wir gleich noch ein bisschen erkennen. Also zunächst mal glaube ich, dass in der Tat diese Frage ist die Beschränktheit der natürlichen Ressourcen, die Zerstörung der Umwelt, ist das eigentlich vereinbar mit der Vorstellung, dass die Wirtschaft immer weiter wächst? Das ist die zentrale Frage, mit der wir uns beschäftigen. Ich würde sie aber anders beantworten. Der Umstand, dass es Ressourcenbeschränkungen gibt, bedeutet nicht, dass das Wachstum begrenzt ist. Darüber gibt es ja auch eine jahrzehntelange Forschung. Die Antwort ist eindeutig, das Wachstum ist nicht begrenzt, weil es vor allem getrieben wird durch Wissen. Und unser Wissen ist unbegrenzt. Also je mehr wir wissen, desto schneller steigt es an. Und das ist der Grund dafür, dass das Wachstum sozusagen im Prinzip jedenfalls aus theoretischer Sicht immer weitergehen kann. Diese Analogie, die häufig gemacht wird, die Erde ist doch beschränkt. Deshalb kann es kein unbeschränktes Wachstum geben. Das hört sich so logisch an, ist aber schlicht falsch, weil es eben den Faktor Wissen gibt, der im Prinzip mal unbegrenzt ist. Daraus folgt jetzt noch nicht, dass wir wirklich unbegrenzt wachsen können. Aber diejenigen, die Degrowth-Theorien vertreten, so wie Sie das tun, also die sagen, Leute, wir müssen unsere Produktion reduzieren, sonst schaffen wir es nicht. Ich glaube, die machen eine Reihe von Fehlern. Der wichtigste, glaube ich, ist der, dass man, wenn man ein Problem lösen will, am besten am Problem ansetzt. Was ist unser Problem? Unser Problem ist, ich würde mal sagen, der Klimawandel und der Niedergang der Artenvielfalt. Genau. Also die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen durch immer mehr Expansion. So, wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen wir dort ansetzen. Dann dürfen wir nicht ansetzen am Bruttoinlandsprodukt oder an der Gesamtproduktion. Das ist ja nur... Das ist jetzt einfach ein statistisches Konzept. Wir messen die Güter, die Dienstleistungen, die wir herstellen und nicht mal alle, sondern bestimmte Dinge messen wir, andere Dinge messen wir nicht. Das ist einfach ein statistisches Konstrukt, das für bestimmte Zwecke entwickelt worden ist. Aber der Zusammenhang zwischen beiden ist extrem lose. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Ressourcen einsetzen, wenn wir drei jetzt hier in den Park gehen und Plastiktüten einsammeln und den Park sauber machen und wir werden, ich sag mal, von der Stadt Berlin dafür bezahlt, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt, aber es wird nicht die Umwelt verschlechtert, sondern sie wird verbessert. Also dieser Schluss, der so intuitiv erscheint, wenn wir unsere Ressourcen nicht zerstören wollen, dann müssen wir aufhören zu wachsen oder wieder zu schrumpfen, der ist einfach komplett falsch, weil das eine zu weit entfernt ist von dem anderen. Wenn wir das Problem der Beschränktheit von Ressourcen lösen wollen, wenn wir zu tragfähigen Strukturen kommen wollen, müssen wir an den Problemen ansetzen. Da dürfen wir uns nicht was suchen, was eine ungeheure Entfernung davon hat, ja, irgendwie auch da was damit zu tun hat, aber vom Problem weg, sondern wir müssen uns befassen mit Emissionen von Treibhausgasen. Wir müssen uns befassen damit, dass in großen Teilen der Welt der Regenwald zerstört wird. Das ist im Grunde ein Großteil der Artenvielfalt, die wir haben, die ist beheimatet in Lateinamerika und in Indien. So. Und darum müssen wir uns kümmern. Wenn wir beim BIP anfangen, werden wir nie das Problem lösen. Wenn wir gar nicht beim Problem ankommen, auch aus tausend anderen Gründen noch. Aber ich glaube schon, dieser grundlegende Ansatz ist nicht der richtige, wenn wir die Probleme lösen wollen. Ja, es war jetzt interessant, weil er hat auch so ein bisschen derailed, ist ein bisschen vom Thema abgekommen, indem er das BIP eingebracht hat. Gleichzeitig ist er aber auch, hat er das total aufgegriffen, was Ulrike dazu vorgesagt hatte, und zwar, dass es um Ressourcen geht, um Rohstoffe. Und er dann jetzt total auch auf der Schiene war, ja, wir müssen Ressourcen einsparen. Und das ist, finde ich, schon mal ein
ein guter Schritt, den man ja häufig in solchen Debatten gar nicht hört, dass es eben da wirklich darum geht, Ressourcen einzusparen, was ja eigentlich genau das ist, was Ulrike will und er ihr dann sozusagen recht gibt. Die rät dann so ein bisschen Richtung BIP und auch das mit dem Wissen, dass der Wissen unendlich wachsen kann. Da bringt Ulrike gleich auch noch ein super Gegenargument, weil das ist natürlich... das ist natürlich Quatsch, von Wissen können wir nicht essen, Wissen ist erstmal toll, aber am Ende bringt uns das Wissen ja was, um auch am Ende materiellen Wohlstand zu haben. Es geht um materiellen Wohlstand und der braucht Material und Wissen ist erstmal, damit können wir dann schon was machen, aber wir brauchen in der Regel auch Rohstoffe, mit denen wir gemeinsam mit Wissen und Technologie dann materiellen Wohlstand herbeiführen können. Ja, also ich finde auch, dass das BIP, das Bruttoinlandsprodukt als Messgröße, völlig uninteressant ist. Nur, wenn ich über Wachstum rede, rede ich nicht über das BIP, sondern ich rede über das reale Wachstum von Waren und Dienstleistungen. Wie man das dann misst per BIP, ist eine völlig andere Frage. So, und aber dass jetzt Wissen jetzt nicht die Lösung ist, ist aus meiner Sicht völlig offensichtlich, weil Wissen muss sich ja materialisieren. Also wenn Sie Wissen in die Welt bringen wollen, sagen wir mal, Sie wollen eine Maschine mit Ihrem Wissen bauen, dann brauchen Sie Energie, dann brauchen Sie Rohstoffe. Wenn es tatsächlich so wäre, dass wir Wissen essen können, dann hätten wir kein Problem. Oder wenn man mit Wissen Auto fahren könnte, wäre auch schön. Aber wir fahren nicht mit Wissen Auto, sondern leider mit Benzin, das dann CO2 emittiert. Oder um nochmal zu erklären, wie Kapitalismus aus meiner Sicht definiert ist und funktioniert. Kapitalismus, das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, funktioniert so. Man nimmt Kredite auf, um Maschinen zu erwerben, um damit dann Waren herzustellen oder Dienstleistungen, die man mit Gewinn verkaufen kann. Das ist erstmal eine scheinbar ganz banale Definition, die, glaube ich, alle unterschreiben würden, dass es irgendwie so läuft. Aber da sieht man eins sofort, und das ist zentral. Das Kernstück von diesem ganzen Prozess sind die Maschinen, ist die Technik. Und die läuft leider nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Und das zeigt, dass die Energie letztlich, auch der Energieverbrauch, ist der Kern des Ganzen. Und jetzt ist es aber blöderweise so, dass wir bisher immer fossile Energie benutzt haben, Kohle, Öl, Gas. Und wenn man die verbrannt hat, dann ist da hinten immer CO2 entstanden. Das heißt, die Klimakrise ist die andere Seite des Kapitalismus. Deswegen ist auch die Klimakrise eine Systemkrise, die man jetzt nicht verwechseln darf, beispielsweise mit dem Ozonloch. Das Ozonloch ist entstanden, weil man in Kühlschränken und Spraydosen FCKW eingesetzt hat. Das war ein isoliertes Problem, hat man erkannt, hat man eben was anderes statt FCKW da eingesetzt. War mühelos möglich, jetzt schließt sich das Ozonloch wieder. Aber jetzt hier von der fossilen Energie wegzukommen, die das gesamte System treibt, inklusive unseres Wissens, das ist eben sehr schwierig. Und meine Prognose ist eben, dass die Ökoenergie aus Solarpanelen und Windkraft nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Und das ist aber der Kern des Problems, wenn man eine Klimakrise vermeiden will. Wie ersetzt man die fossile Energie durch Ökoenergie? Und wenn man feststellt, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, dann ist man beim grünen Schrumpfen. Und das kann man, dieses simple Problem, das ist eigentlich ganz simpel dargestellt, kann man nicht ausweichen, indem man über das BIP redet, über das unbegrenzte Wissen, sondern die Frage ist, wie kriegt man fossile Energie ersetzt durch Ökoenergie und wird die Ökoenergie reichen? Das sind ja sehr viele starke Annahmen, ich glaube. Ja. Wenn man mal... Ja, also was sie jetzt wieder auch gemacht hat, sie ist quasi in ihrem Framing geblieben. Also sie bleibt immer noch bei der Energie, sie bleibt bei den Rohstoffen und lässt die anderen beiden auch gar nicht derailen, um jetzt über das BIP zu reden oder eben derailen, indem man sagt, ja, lass uns mal jetzt nicht über Rohstoffe reden, sondern wir reden jetzt mal über Wissen, sondern sie geht ganz klar auf den Punkt zurück, der auch am Ende das Framing ist, was wir am Anfang angeboten haben. Es geht um die Rohstoffe, es geht um den Wohlstand, den materiellen Wohlstand, den wir allen Menschen ermöglichen wollen, der gewisse Rohstoffe braucht. Und darüber müssen wir sprechen und das zieht sie in dieser ganzen Sendung durch und deshalb sind die beiden die ganze Zeit eher in einer Defensivhaltung, während sie eher in einer offensiven Haltung ist und dieses Framing durchzieht und das werden wir jetzt auch weiter sehen und deshalb ist diese Debatte auch, würde ich sagen, ein gutes Beispiel. Ja, wir hatten es auch schon mal in vorherigen Streams gesagt, dass große Probleme immer bei solchen Diskussionen ist, dadurch, dass konservative Narrative viel dominanter sind in den Medien, im öffentlichen Diskurs, ist manchmal das Problem, dass oft Progressive in der Defensive sind und dann sehr stark auf diese Narrative wiederholen, auf die eingehen, sie verneinen. Und hier ist es erfreulicherweise umgekehrt, obwohl, wie gesagt, Ulrike Herrmann kein Heimspiel hat. Sie hat quasi
das Narrativ gesetzt, hey, wir müssen Rohstoffe, wir brauchen Rohstoffe für unseren Wohlstand, wir machen gerade kaputt bei Klimakrise und deswegen müssen wir unbedingt, müssen wir grün schrumpfen, damit wir wieder mehr Rohstoffe haben und damit wir auch genügend Energie haben, um unseren Wohlstand zu erhalten. Und die anderen beiden kommen jetzt, also müssen wir darauf jetzt immer reagieren. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn so eine Diskussion von progressiver Seite geführt wird oder ja, zumindest Progressive dort das Narrativ vorgeben. Ja, was ich vielleicht noch kritisieren würde, ist dieses grüne Schrumpfen. Das finde ich bei ihr nicht so besonders, weil es auch wieder in Richtung Verzicht geht. Und es mag sicherlich sein, dass wir weniger Energie verbrauchen werden müssen wahrscheinlich, weil wir das nicht alles mit Ökoenergie weiterhin also den aktuellen Status erhalten können. Gleichzeitig wissen wir auch, dass 2/3 der Produktion mehr oder weniger weggeschmissen wird, zum Beispiel bei Lebensmitteln. Es wird ja auch ganz viel produziert, was am Ende gar nicht verwendet wird und tatsächlich dann einfach neu auf dem Müll landet. Also da gibt es auch noch viele Einsparpotenziale. Wie genau sich das am Ende durchrechnet, müssen dann Wissenschaftler und Ökonomen, die sich damit auskennen, sagen. Aber am Ende geht es ja vor allen Dingen darum, um wieder bei der Kommunikation zu bleiben, dass wir darüber diskutieren, wie wir unseren Wohlstand erhalten und steigern können, aber gleichzeitig eben wegkommen, dabei CO2 zu emittieren und auch davon wegkommen, weiter die Klimakrise zu befeuern und Rohstoffe zu vernichten, die wir brauchen. Und genau das macht sie kommunikativ in der Debatte sehr gut. 300 Jahre zurückschauen und uns fragen, was wusste man damals? Da konnten die Menschen sich vieles überhaupt nicht vorstellen, was für uns heute völlig banal ist, dass wir eben alle möglichen Energiequellen haben und was wir alles tun können. Und so ähnlich wird es weitergehen. Wir kennen heute viele Lösungen noch nicht. Allerdings selbst die Lösungen, die wir kennen, reichen eigentlich schon, um von den fossilen Energien wegzukommen. Wir wissen, wir können erneuerbare Energien, wenn es sein muss, so ausbauen, dass das reicht als Energieversorgung. Es wird dauernd an neuen Energien geforscht, Kaltfusion, die Kernenergie belastet das Klima nicht und so weiter. Das heißt, ich glaube, es gibt eigentlich, das ist ehrlich gesagt meine geringste Sorge, dass es uns gelingt, die Technologien dafür zu entwickeln, dass das geht. Eine ganz andere Frage ist, ob die dann auch eingesetzt werden. Und das führt dann in Governance-Fragen und ähnliche Dinge, aber dass das alles technisch möglich ist, zu einer nachhaltigen, tragfähigen Energieversorgung zu kommen, das liegt, glaube ich, schon auf der Hand. Und viele Produkte, die wir heute konsumieren, brauchen nicht viel Energie. Also der Anteil der Dienstleistungen nimmt immer mehr zu am Bruttoinlandsprodukt. Also große Maschinen und Sachen, die stinken und Lärm machen, sind eigentlich ein stagnierender Teil der Wirtschaft heute. Heute geht es ja viel mehr um Dienstleistungen, um Software, um intelligente Steuerung, um Unterhaltung, Kunst, es geht um medizinische Dinge. Das verbraucht alles nicht sehr viel Energie. Also ich glaube, man kann sich nicht hinstellen und... Ja, es ist lustig, dass er das so behauptet. Und also deswegen ist es gut, dass Ulrike Herrmann eben das doch mit der Energie eingebracht wird, weil wo vielleicht das so Rohstoffthema, weil Rohstoffe, da denkt man immer so an Materialien, irgendwie an Sand oder Erde oder Wasser. Aber es ist gut, dass sie doch mal Energie mit eingebracht hat, weil natürlich ist es auch in einer Dienstleistungsgesellschaft mit einem großen IT-Sektor, gerade dort wird eben auch sehr viel Energie gebraucht und selbst dort werden ja Materialien benötigt. Also alle, die irgendwie mit einem Computer arbeiten, der wird irgendwo hergestellt. Man muss trotzdem Essen kaufen, sich Kleidung holen und so weiter. Und dadurch, dass sie aber zu Beginn dieses Thema, okay, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Energie, aufgemacht hat, werden natürlich jetzt auch seine Aussagen, die von Herrn Fuest, ja immer absurder, wenn er dann sagt, ja, wir sind ja keine Industriegesellschaft mehr, also brauchen wir auch keine Energie und keine Rohstoffe mehr. Das wirkt natürlich dann dadurch besonders absurd. Und das hätte man eben nicht hinbekommen, wenn man die ganze Zeit über Kipppunkte und 1,5-Grad-Ziele und globale Erhitzung und so weiter gesprochen hätte. Dann hätte man eben diese Debatte nicht führen können, die aber wichtig ist für den wirtschaftlichen Diskurs. Ja, was man da auch noch anbringen kann, ist, ich weiß nicht mehr, in einer anderen Debatte hatte ich das auch als Argument gehört. Also wir sagen gerne, dass wir jetzt eine Dienstleistungsgesellschaft geworden sind und das mag in Deutschland ja auch so stimmen, aber gleichzeitig konsumieren wir ja tagtäglich Produkte, die hergestellt werden, zwar nicht mehr in Deutschland, weil wir eben hauptsächlich jetzt eine Dienstleistungsnation geworden sind, in gewissen Bereichen auf jeden Fall,
Aber woanders auf der Welt werden die hergestellt. Das heißt, die ganzen Fabriken, die vielleicht früher Kleidung, Nahrung etc. hergestellt haben, die sind jetzt einfach globalisiert ausgelagert in andere Länder. Das heißt, diese Industrie, die wir ja trotzdem immer noch brauchen, um unseren Wohlstand zu ermöglichen, die findet weiterhin statt, aber eben nur nicht in Deutschland. Also das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine komplette Dienstleistungsgesellschaft geworden sind, die nur noch von Luft und Beratung lebt, sondern wir brauchen weiterhin Materialien und Kleidung und Nahrung etc. Also ja. Er kommt aus diesem Rohstoff-Framing von Ulrike da auch nicht raus. Und es wurde auch kurz gerade von Nicole angebracht, dass er für die Erneuerbaren, obwohl er eher ein konservativer Ökonom ist, musste er in die Bresche springen, weil, also es war schön zu hören von ihm, dass er sagt, ja, wir brauchen die Erneuerbaren und wir haben auch eigentlich genug Erneuerbare, wir können es auch skalieren und dann nur nebenbei quasi seine favorisierten Themen anbringen konnte mit Kernfusion. Und ich glaube, das wird Ulrike jetzt vielleicht auch gleich nochmal ansprechen. Genau, wir schneiden uns alle noch gegenseitig die Haare und dann leben wir alle in Wohlstand. Genau. Also so funktioniert die Dienstleistungsgesellschaft nämlich dann auch nicht. Sagen, nur weil wir einen sozusagen Wohlstand haben wollen, verbrauchen wir notwendigerweise fossile Energien. Das glaube ich nicht. Und das hat natürlich auch alles überhaupt nichts mit Kapitalismus zu tun, denn die größten CO2-Schleudern gab es in nicht-kapitalistischen Systemen. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland unseren CO2-Ausstoß vor allem dadurch reduziert, dass wir die DDR-Wirtschaft zugesperrt haben. Mehr musste man da gar nicht machen, weil das einzige Wirtschaftssystem, in dem es Umweltschutz gibt, ist der Kapitalismus. Es gibt kein System, das Umweltschutz leistet. Und daraus würde ich schließen, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir die Kräfte des Kapitalismus eben nutzen und der Marktwirtschaft, um zu mehr Umweltschutz zu kommen. Ist nicht das eine richtige These, dass Innovationen wichtig sind, um Umweltschutz zu organisieren? Und gleichzeitig, wenn Sie sagen, ich möchte einen Staat, der genau reguliert, welche Güter ich herstellen darf und wie die zu verteilen sind. Jetzt nehmen wir mal an, Sie könnten die Welt regulieren und würden das so machen. Dann ersticke ich doch die Innovationskraft im Keim. Oder anders ausgedrückt, wenn ich Unternehmer wäre und wäre jetzt an der Kernfusion dran. Oder Kernkraftwerke fünfte Generation. Die werden vermutlich so laufen, dass der gesamte Müll recycelt wird. Zumindest. Magisches Denken hier. Das sagt das ein Forscher aus Liverpool. Ja. Da würde ich sofort abhauen aus Deutschland und sagen, der Staat reguliert mich hier, was ich zu verkaufen habe und wie auch immer. Da gehe ich lieber in ein anderes Land, da schaffe ich die Innovation und dann verkaufe ich weltweit die Kernkraftwerke fünfte Generation. Nenne das nicht mal Kernkraftwerk, sondern atomare Müllverbrennungsanlage und schon haben wir das CO2-System Problem im Griff. Was sagen Sie dazu? Also bevor wir Sie weiter aussprechen lassen, wollte ich nur sagen, es ist sehr interessant, wie einmal Lindemann auf einmal die Innovation reinbringt, weil Fuest hatte das, soweit ich weiß, mich erinnere, nicht gesagt, sondern er hatte gesagt, dass angeblich Klimaschutz nur im Kapitalismus möglich wäre, was auch ein interessantes Statement ist, weil Ulrike Herrmann erst vor wenigen Minuten gesagt hat, dass die Klimakrise durch den Kapitalismus erzeugt wird. Also so gesehen ist es eine schlüssige Logik, dass man sagt, okay, die Klimakrise entsteht durch den Kapitalismus, also kann es auch nur da Klimaschutz geben. Ist ein bisschen witzig dann im Nachhinein. Aber ja, das fand ich auch sehr absurd. Ja. Die Frage ist ja auch, gab es in anderen Systemen in der Vergangenheit, also nicht, dass jetzt jemand irgendwie da zurück möchte, aber war es überhaupt notwendig, Klimaschutz zu machen, weil so viel Industrie und Technik und CO2 wurde ja in der Geschichte der Menschheit gar nicht in die Atmosphäre gepumpt, wie jetzt im Kapitalismus. Deshalb stellt sich auch die Frage nach Klimaschutz gar nicht. Genau, aber was sie ja im Prinzip ja auch wieder tun, ist, sie derailen auf eine Metaebene von Kapitalismus, was auch immer, und versuchen eigentlich aus ihrem Framing auszubrechen, dass wir für unseren Wohlstand Rohstoffe brauchen und Energie. Und genau, aber Sie wollen jetzt trotzdem noch mal wissen, wie sich Ulrike Herrmann das mit den Innovationen vorstellt und ob wir nicht Innovationen brauchen, um dann magisch auf einmal die Klimakrise zu lösen. Und da gibt sie, glaube ich, auch eine ganz gute Antwort. Ganz kurz noch. Mhm. Also was ja hier passiert, ist, dass einfach so die klassischen konservativen Narrative ausgebreitet werden. Das ist zum einen, DDR-Sozialismus war ganz schlimm, war Klimaschleuder, hat ganz großer Umweltverschmutzer, das kommt immer, das
das wird auch irgendwie nicht, also es wird einfach dann immer einfach so in einem Satz gesagt und dann ist sozusagen das Argument gewonnen. Und das andere Thema ist, dass natürlich Innovationen entstehen nur im Wettbewerb. Das ist das, was Carsten Linnemann jetzt eingebracht hat, was ja so ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber es ist eben ein so tief verankertes Narrativ. Also ich glaube nicht mal, dass er das jetzt so krass als zum Derailen genutzt hat, sondern das ist eben so doll verankert im konservativen Wertesystem, dass Innovationen nur durch Wettbewerb, nur durch gegeneinander antreten, sei es zwischen verschiedenen Organisationen im Land, sei es verschiedene Länder gegeneinander. Das wird ja auch gerade eine Debatte, die sehr stark geführt wird. Wie kann Deutschland weiterhin Vorreiterrolle sein bei den ganzen Klimatechnologien? Das ist eben so stark drin, dass es Innovationen und Fortschritten nur mit Wettbewerb geht. Und das ist ein ganz starkes konservatives Narrativ, was er jetzt hier ausbreitet. Und was er auch gar nicht so groß erklären muss, was bestimmt bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern auf sehr viel Verständnis stößt, weil wir das einfach schon so oft gehört haben. Auch da ist wieder die Wiederholung wichtiger, als dass es eigentlich logisch ist. Wo Sie völlig recht haben, ist, die Klimaschutz muss global passieren. Das kann man nicht nur in Deutschland machen. Nicht nur, weil dann die Unternehmen abhauen würden, sondern auch, weil das CO2 ja gar keine Grenzen kennt. Ja. Das verteilt sich weltweit. Nur glaube ich, dass es auch zu globalen Aktionen kommen wird. Denn man muss sich ja klar machen, dass alle anderen Länder härter vom Klimawandel getroffen wird als Deutschland. Aber Ihr System wollen Sie nur für Deutschland wollen Sie das für die ganze Welt einführen? Nein, das müsste man in allen reichen Ländern einführen. Also der globale Süden emittiert ja gar kein CO2. Man muss ganz klar haben, dass die reichen Länder, die Industrieländer vor allen Dingen das CO2 emittieren, aber die müssten alle zusammenarbeiten. Also praktisch G20. Da würden Sie vorschreiben, was ein Unternehmen produzieren darf. Da ist aus meiner Sicht die britische Kriegswirtschaft eine passende Analogie. So, jetzt war ja eigentlich Ihre Frage, kann man nicht, und das auch die von Herrn Fuß, kann man nicht eigentlich auf Innovation hoffen? Ich finde Innovation ganz toll. Ich bin ja nicht gegen den Kapitalismus. Ich fand es erstmal schön, dass sie es auch direkt wieder für sich umgeframed hat, sozusagen gesagt hat, kann man auf Innovation hoffen? Also statt zu sagen, wir vertrauen einfach, dass Innovation es löst, sondern auch direkt zu sagen, es wird eine Hoffnung in den Raum gestellt, dass es vielleicht irgendwie sich automatisch durch eine Innovation löst. Ja. Auch da direkt wieder ins eigene Framing reingeholt und nicht wiederholt, was die Gegenseite gesagt hat. Ich habe ja schon gesagt, ich bin großer Fan vom Kapitalismus, ich bin auch großer Fan von Technik, von Innovation. Ich bin ganz und gar gegen den Sozialismus, denn mein Vater ist aus der DDR, der kam aus Magdeburg, alle Verwandten haben in der DDR gelebt. Ich weiß genau, wie das da war, das will man auf keinen Fall wieder. Umweltkatastrophe schlechthin, meine Verwandtschaft kommt aus dem Chemiedreieck Merseburg. Alle, die aus dem Osten kommen, wissen, was das bedeutet. Das heißt, es geht hier nicht um eine Systemkonkurrenz nach dem Motto, wieder zurück in den Sozialismus oder so. Ich bin totaler Fan vom Kapitalismus, aber das Problem ist, wir können nicht ewig weiter wachsen und dieses System braucht Wachstum, um stabil zu sein. Und jetzt muss man irgendwie auf eine neue Lösung kommen, weil wir ja überleben wollen. So, und die britische... Ja, hier wäre es zum Beispiel auch wieder schön gewesen, statt zu sagen, ja, wir können nicht ewig weiter wachsen, sondern so, wir haben halt... Ja, nur begrenzte Rohstoffe wir haben, machen die gerade kaputt, indem wir die Erde mal weiter hitzen. Und deswegen müssen wir was tun. Also das wäre tatsächlich ein eine schönere Erzählung gewesen, weil so dieses, wie gesagt, dieses Wachsen immer, und das hat ja dann Herr Fuest eben auch gemacht, man dann immer wieder sagen kann, ja, aber es gibt ja Dinge, die unendlich wachsen können. Und dann ist man irgendwie in der Debatte und redet dann wieder nicht darüber, wie man es denn hinbekommt, die Klimakrise zu bewältigen und den Wohlstand zu schützen. Genau, also eigentlich diese Wachstumsdebatte ist eigentlich auch wieder derailing, weil was wir gerade machen müssen, ist, wir müssen unsere Infrastruktur transformieren. Das hat mir vorhin gesagt, Klimakrise ist ein Infrastrukturproblem und es geht darum, diese Infrastruktur so zu bauen, dass wir CO2 einsparen. Und nicht nur einsparen, sondern halt so gut wie gehend überhaupt nicht mehr ausstoßen oder halt aus der Atmosphäre wiederholen. Und darüber sollte die ganze Zeit gesprochen werden und nicht über irgendwelche Systemfragen oder Wachstumsfragen, sondern es geht darum, diese Rohstoffe zu schützen, unseren Wohlstand zu sichern. Und ich fand auch gut, also ob man jetzt den Sozialismus quasi nochmal runterreden, schlecht reden muss und den Kapitalismus nochmal hochreden muss, ist natürlich in dem Kontext, wo sie es jetzt macht, wahrscheinlich ganz gut, strategisch, kommunikativ. Aber grundsätzlich finde ich sehr gut, dass sie sagt, dass es um eine neue Lösung geht. Also es geht nicht darum, zu irgendeinem bestehenden System zurückzukommen, es geht darum, eine neue Lösung zu finden. Eine Lösung, die unsere aktuellen Probleme, die der Kapitalismus verursacht, auch lösen kann.
Kriegswirtschaft hat ja den ganz großen Vorteil, sie war nicht sozialistisch, sie war keine Diktatur, es handelte sich um eine demokratische, private Planwirtschaft. Das bringt jetzt nichts, immer zu sagen, ja, dann wollen Sie wohl in die DDR. Nein, ich will in die britische Kriegswirtschaft. Das ist ein Unterschied. So. Mir geht es auch um einen anderen Punkt, diese die Innovation. Ich würde abhauen, sofort aus Deutschland, weil ich wüsste, der Staat... Ja, genau, es ist ja eine globale Lösung. Das ja. Da auch nochmal kurz, auch gut, dass sie wieder wiederholt hat, den Wert, progressiven Wert der Demokratie, auch wieder den in den Vordergrund gerückt hat und gesagt hat, ich will eine demokratische Lösung haben. Es geht hier nicht um irgendeinen Systemwechsel, es geht um eine demokratische Lösung. Und das war, also das ist auch sehr gut in dem dahingehend, dass sie das Buch geschrieben hat und auch ein Beispiel in der Geschichte genannt hat, wo das funktioniert hat, weil das ist ja auch immer sehr wichtig, geht das dann überhaupt? Und da sind die Argumente auch auf ihrer Seite zu sagen, ja, sowas gab es. Es gab eine Demokratie, die es geschafft hat, eine sehr, sehr große Aufgabe demokratisch zu lösen, indem der Staat gewisse Regeln gesetzt hat und dann innerhalb von Organisationen trotzdem sich das arrangiert hat. Und genau. Aber mit dem Fokus auf der Demokratie. Das war auch nochmal sehr gut, dass sie da widersprochen hat, gesagt, es geht mir um die Demokratie. Hatten wir schon. Ja. So, jetzt die Frage mit der Innovation. Kann der Staat innovativ sein? Das ist ja eine wichtige Frage und da würde ich sagen, ja, weil nämlich die gesamte Innovation kommt auch jetzt schon vom Staat. Die kommt nicht von den privaten Unternehmen, obwohl das immer erzählt wird, sondern wenn man jetzt, der Staat macht die Grundlagenforschung, weil das für die Unternehmen zu teuer ist. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, die jeder kennt. Corona-Impfstoffe, BioNTech, alles vom Staat finanziert, Universität Mainz, Jahrzehnte waren da diese beiden BioNTech-Gründer, will ich nicht kritisieren, aber erst als sie so weit waren, dass man mit diesen mRNA-Botenstoffen Krebsmedikamente produzieren kann, haben sie sich ausgegründet und praktisch ihr staatlich finanziertes Wissen privatisiert. Will ich nicht kritisieren, ist aber Fakt, ohne den Staat hätte es diese Impfstoffe nie gegeben. Aber dann macht doch der Staat nicht die Innovation, sondern schafft die Rahmenbedingungen. Ja, bei CureVac zum Beispiel ist der Staat auch mit 300 Millionen Euro reingegangen. Ja, genau. Und hat ja, nicht funktioniert. Nein, also der Staat muss ja doch den Rahmen setzen und dazu zählt wahrscheinlich auch die Grundlagenforschung. Ja, eben. Genau. Aber die Innovation, die macht doch nicht der Staat. Nein, das machen Menschen, die vom Staat angestellt werden. Aber ohne den Staat gäbe es diese ganze Innovation nicht. Anderes Beispiel, das auch jeder kennt, Smartphone. Steve Jobs war genial, aber er war kein Forscher. Das hätte er selber auch nie behauptet. Er war auch nur 3 Semester an der Universität und hat da Kalligrafie studiert. Das heißt, was Steve Jobs gekonnt hat, war staatlich vorhandenes Wissen in ein neues Produkt zu formen, das heißt Smartphone. Aber Touchscreen, GPS, Internet, alles beim Smartphone kommt aus staatlichen Laboren. So, das heißt, diese Idee, der Staat stört nur und die Unternehmen sind diejenigen, die immer die ganz tollen Erfindungen machen, ist falsch. Ohne den Staat gäbe es diese ganzen Erfindungen gar nicht. Das heißt, da ist sowieso schon Planwirtschaft in diesen Laboren und deswegen muss man jetzt nicht fürchten, dass wenn der Staat das Schrumpfen organisiert, dann die Innovation ausbleibt. Ja. Letzter Punkt, ich weiß, ich rede zu lange. Nee, alles gut. Ich kriege nur Druck wegen der Zeit, obwohl ich mit Ihnen noch 3 Stunden sitzen konnte. Aber ich würde gleich einen Fuß nochmal eben, weil das ist ja schon eine kecke These, dass der Staat die Innovation macht und nicht die Unternehmen. Aber letzter Punkt, das ist mir wichtig und dann kommt. Das ist eine kecke These, ich fand das sehr schön, wie er das gesagt hat. Ja. Und da müssen wir noch kickern. Ich finde das total sympathisch zu sagen, wir sollten auf Innovationen hoffen und warten. Der Punkt ist nur, dafür ist die Zeit zu kurz. Das Klimaschutzgesetz, übrigens von der Regierung Merkel, ihrer eigenen Partei, nicht von den Grünen, ne, sagt, wir müssen 2045 klimaneutral sein. Ich finde die Grünen aber auch gut, oder? Ja, ja, natürlich. Aber die CSU hat das beschlossen und die CDU, das muss man jetzt mal sagen. Nicht? Und das haben die ja nicht beschlossen, weil es so schön ist, sondern weil die Klimapunkte so sind, dass man so schnell sein muss. So, und das sind noch 22 und 23, oder 23 Jahre, je nachdem, wie man rechnet. Und die Zyklen, technischen Zyklen, dauern länger. Berühmtestes Beispiel Computer. 1945 erfunden, jetzt sind wir digital, also 75 Jahre später. Das heißt, wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir das mit der Technik machen, die wir schon haben. Und nicht die in Zukunft kommt. Genau. Und das heißt... Vielleicht sagen wir zwei. Ich finde das interessant. Das war auf jeden Fall ein schöner Antwort. Also erstens, ja, George Lakoff sagt auch immer gerne, the private depends on the public. Also die Innovationen, diese Grundlagenforschung, dieses langjährige Investitionen, wo man auch gar nicht weiß, ob sich am Ende überhaupt das lohnt, also ob am Ende überhaupt was rauskommt, ist natürlich für ein Privatunternehmen überhaupt nicht attraktiv. Also jedes Privatunternehmen, das es macht, wäre verrückt, wenn man sagt, okay, ich bezahle hier 20 Jahre lang Forscher, ohne zu wissen, ob am Ende was bei rauskommt. Dann habe ich einfach 20 Jahre Geld verprasst und am Ende bin ich vielleicht insolvent. Das sind staatliche Aufgaben, diese Grundlagenforschung. Und sie hat auch sehr gute Beispiele gebracht, wie dann am Ende die staatlichen
ja, Innovation letztendlich, die durch die Wissenschaft, durch die Forschung entstanden sind, dann im Privatmarkt sozusagen vermarktet werden und zu Produkten gestaltet werden. Und deshalb ist diese Frage nach Markt erzeugt Innovation immer eigentlich eine sehr witzige Frage, weil das Erste, was im Wettbewerb passiert ist, man behält sich Informationen vor, was bedeutet weniger Informationen, heißt man verlangsamt die Innovation. Und man verbrennt sehr viel Energie damit, auch die Gegenseite quasi zu überstechen und mit Marketing etc., was natürlich bei einer Kooperation überhaupt nicht notwendig wäre. Ja, und eine Sache, die auch noch angesprochen wurde, ist, oh Gott, jetzt habe ich es verloren, okay, ich habe es verloren. Vielleicht komme ich später nochmal drauf, sorry. Ich komme später nochmal drauf. Aber es ist schon spät. Genau, es ist schon spät. Wir streamen schon seit 2 Stunden. Mal gucken, was Herr Fuß sagt. Vielleicht fällt es ja nochmal ein. Sagen, ich verstehe nur absolut nicht, warum Sie nicht sagen, lass uns ein weltweites Zertifikatesystem für Treibhausgase einrichten. Da können Sie sich Ihre Kriegswirtschaft sparen. Und das Problem ist gelöst. Das wird es natürlich nicht geben. Das wird also zumindest das CO2-Problem wäre gelöst. Was nicht gelöst ist, ist das Problem der Artenvielfalt und andere Umweltprobleme. Die könnten wir natürlich ähnlich mit viel kleineren Eingriffen lösen. Aber ich glaube, das tiefere Problem ist, dass die Frage, was würden wir tun, wenn wir eine Weltregierung hätten, ich glaube, die ist irrelevant. Das ist schlicht irrelevant. Das ist akademisch interessant, aber die ist einfach irrelevant. Ich glaube, wir müssen damit leben, dass der Klimawandel kommen wird. Wir haben es ja jetzt gerade gesehen, Menschen in Ländern wie Brasilien und anderen in Indien, die interessiert der Klimawandel nicht, sondern die wollen einen Kühlschrank haben, die wollen so leben wie wir. Und ich sehe das als großes Risiko an, das teile ich mit Ihnen, aber die Welt wird sich in diese Richtung entwickeln. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, wie passen wir uns an diese Welt an? Denn was wir in Deutschland tun, ist, ob wir jetzt im Ozean versinken oder nicht, das ist irrelevant für diese Umweltprobleme. Wir sind viel zu klein. Das heißt, die eigentliche Frage, oder es sind 2 Fragen. Einmal, was können wir für globalen Umweltschutz beitragen? Da gibt es ja diese Vorstellung, naja, wir entwickeln hier günstige Technologien, Windräder sind dann billiger als Kohle verbrennen und dann helfen wir der Welt. Da bin ich auch skeptisch, ob das allein reicht. Aber die andere Sache ist, wir werden uns anpassen müssen an diese Umweltveränderung und darauf müssen wir unsere Energien richten. Es ist vollkommen gleichgültig für den Klimawandel, ob wir 2045 klimaneutral sind. Das werden wir nicht schaffen, aber weil wir gar nicht den Willen haben. Wir könnten das, aber das werden wir nicht schaffen. Nochmal ganz kurz die Frage Innovation. Also wir fanden das super interessant, weil Ulrike hat Herrn Fuest komplett in den Fatalismus getrieben. Also er hat eigentlich komplett aufgegeben, gesagt, ja, wir können eh nichts machen, 2045 werden wir eh nicht reißen, wir haben auch keinen Willen, also das könnte man das nicht ändern. Und das zeigt, sie hat ihn quasi entlarvt, weil das auch sehr stark ja konservative Positionen widerspiegelt. Also so dieses, sich selbst als in der Politik als machtlos hinzustellen und zu sagen, wir können das nicht machen, wir sind abhängig von den Privatunternehmen, vom Markt, vom Kapitalismus, von was auch immer wir uns Menschen ausgedacht haben als System oder Struktur. Wir sind davon abhängig, wir können uns nur anpassen. Und dass es natürlich die Leute in Brasilien nicht den Klimawandel nicht interessiert, das ist halt sowas von fern von der Realität. Das ist, ja, das finde ich schon, es ist schon eigentlich peinlich, das sowas dann zu sagen. Und, aber natürlich, was er natürlich da, der Grund, warum er das sagt, ist ja auch wieder Wohlstand und Klimaschutz schließen sich aus. Er hat dann gesagt, die wollen Kühlschränke haben. Ja, wir wollen alle, dass die irgendwie Kühlschränke haben können und weiter in mehr Wohlstand leben können, weil dort ist auch Luft nach oben. Gleichzeitig ist aber ja eben Klimaschutz genau das Mittel, um diesen Wohlstand in diesen, gerade in Brasilien und dem Land, was er jetzt Beispiel genannt hat, um dort den Wohlstand weiter zu erhalten und weiter zu fördern, ist der Klimaschutz das Mittel. Und ja, das hat es auch nochmal ganz gut gezeigt, wie sehr er natürlich trotz der guten Kommunikation von Ulrike Herrmann natürlich immer noch in seinem konservativen Narrativ hängt, dass Wohlstand und Klimaschutz sich ausschließen. Genau. Also was letztendlich, ich glaube, interessant ist auch, dass jetzt plötzlich Herr Lindemann an dem Punkt sagt, okay, ich glaube, wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielleicht hat er gesagt, okay, wir sollten nicht weiter in die Richtung gehen, weil tatsächlich war sein letztes Statement irgendwie
doch ziemlich entlarvend. Und was er auch gemacht hat, er hat sich am Ende als Fatalist dargestellt. Also er hat gesagt, wir können eh nichts mehr machen, wir sind machtlos. Und das ist natürlich als jemand, der die Wirtschaft beraten soll und die Politik beraten soll, dann schon extrem zu sagen, okay, also eigentlich bin ich ja auch irrelevant, weil ich kann euch gar nichts helfen, weil am Ende wird, ich glaube, das hat er selber gesagt, Deutschland kann sein, dass dann einfach unter Wasser ist und dann ist es halt so, da können wir halt gar nichts tun. Und das ist genau der Punkt. Also was jetzt am Ende dieser Debatte letztendlich im Raum steht, ist, dass Ulrike die ganze Zeit sagt, es gibt Lösungen. Es gibt auch Lösungen, die in der Vergangenheit schon funktioniert haben, demokratisch funktioniert haben. Und was wir vor allen Dingen lösen müssen, ist dieses Energie- und Rohstoffproblem, damit wir unseren Wohlstand, aber auch den Wohlstand für andere Menschen auf der Welt ermöglichen können. Ja. Und sie steht quasi als die Gestalterin in dieser Debatte, geht sie am Ende heraus und er steht jetzt am Ende in dieser Debatte als jemand da, der komplett machtlos ist, der sagt, wir können eigentlich den Klimawandel, die Klimakrise nicht mehr aufhalten, es wird alles schlimmer werden und ja, so ist es halt. Wir müssen uns anpassen, was auch wieder sehr witzig ist, weil, was wir vorhin gesehen haben, unser Gehirn besteht aus Wasser, Eiweiß und wir können uns an eine gewisse Temperatur auf der Welt eben nicht anpassen. Das ist biologisch, physikalisch unmöglich. Deshalb nein, wir können uns nicht an eine über 2 Grad, 3 Grad erwärmte Welt anpassen, das ist unmöglich. Und deshalb, ja, ist es am Ende, war das für uns auch eine gute Debatte, ein gutes Positivbeispiel, weil das Framing, was Ulrike da eingebracht hat, über Rohstoffe zu sprechen, über Energie zu sprechen und das auch immer offen zu halten und immer zu sagen, auch die Demokratie, den Wert der Demokratie hochzuhalten, am Ende die beiden in eine sehr, sehr defensive Haltung gebracht hat und sie unserer Meinung nach am Ende auch viel besser dasteht. Ja, hier kam noch eine Frage. Bringt es was, genau diese Verweigerungshaltung zu benennen? Ist eine gute Frage. Absolut. Ja, absolut. Also so dieses, wie gesagt, das ist dieses sich als machtlos darstellen, das ist eigentlich so das, wo sich auch Progressive und Konservative sich unterscheiden. Dass eben Progressive sagen so, nee, hier haben wir mit Strukturen zu tun, die haben wir selbst gestaltet. Also Kapitalismus ist ja kein Naturgesetz, sondern das haben wir selbst uns so ausgedacht, beziehungsweise es ist ja nicht einfach irgendwie am Reißbrett entstanden und dann haben wir das, es war ja auf einmal da, sondern es hat sich ja entwickelt. Und genau, Ulrike geht es ja auch gar nicht darum, jetzt irgendwie den Kapitalismus zu überwinden, aber grundsätzlich haben wir das Problem ja, weil wir es selbst verursacht haben. Das hatte ja Herr Hirschhausen auch eben so schön gesagt, dass wir haben es verursacht, also können wir es auch ändern. Und genau diese Botschaft von, hey, wir haben es verursacht, aber wir können es auch ändern, wir sind nicht machtlos, wir sind eben nicht machtlos ausgesetzt und sei es drum, dass wir dafür ganz viele Strukturen ändern müssen, die Infrastruktur, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, wie wir Energie herstellen und so weiter, wir können das machen und das ist genau die Botschaft, die es braucht, die teilweise eher von Konservativen gerade kommt, deswegen ist es total schön, dass Ulrike Herrmann es geschafft hat, Clemens Füßle in diese Ecke zu drängen, denn was halt dann von konservativer Seite kommt, ist ja, wir können was machen und zwar so weiter wie bisher. Und dass es quasi so weit gekommen ist, dass gesagt wurde, nee, wir können gerade nichts mehr machen, ist ein großer Gewinn. Und dort eben aufzuzeigen, hey, ihr stellt euch als machtlos dar. Wir sind mächtig, also gerade wenn sie jetzt eine Politikerin gewesen wäre, wäre das super gewesen, kurz vor einer Wahl gewesen, das ist das Beste, was passieren kann, wenn die Gegenseite sagt, ja, ich kann eh nichts tun und jemand Progressives sagen kann, ja, aber ich kenne die und die Lösungen, das können wir jetzt tun, dafür setze ich mich ein, also eigentlich das Beste, was passieren kann. Jetzt ist Ulrike Herrmann keine Politikerin, deswegen hat sie das nicht gesagt, aber wenn das jetzt so ein Kanzler-Battle gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall gefundenes Fressen gewesen für jemanden Progressiven. Ja, also die progressive Perspektive ist auf jeden Fall eine machtvolle und gestaltende Perspektive und das sollte auch in der Kommunikation herüberkommen. Der demokratische Gedanke ist ein gestaltender Gedanke, dass wir alle gemeinsam entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Machtlos ist eigentlich die konservative Perspektive, weil da geht es eben darum zu sagen, wir können gewisse Dinge nicht verändern, genau das, was er gesagt hat, fatalistisch, die Welt da draußen ist schlecht, wir können gar nichts dagegen tun, die Menschen sind schlecht, alles ist schlecht und
am Ende gibt es dann nur einige wenige, die entscheiden, wo es lang geht, und das ist dann, so ist es halt. Die Hierarchie in der Gesellschaft muss so sein, und wir können nur gegeneinander antreten, und die Besten haben dann eben Glück, Wohlstand, in Wohlstand zu leben. So, das ist so die sehr machtlose, eigentlich Opfergeschichte der konservativen Perspektive, und das Gegenteil hat hier Ulrike Herrmann angebracht. Deshalb, wenn das passiert, wenn man es schafft, weil es ist tatsächlich in der Kommunikation, sind Konservative meistens eher andersrum und stellen sich als die Macher hin. Die Sendung heißt ja auch Einfach mal machen, also bestes Beispiel. Aber interessanterweise findet in der Sendung, wenn man eben aus der progressiven Perspektive spricht und im Framing bleibt, so wie Ulrike Herrmann, schafft man es auch in der Sendung Einfach mal machen, den konservativen Wirtschaftsökonom dahin zu bringen, dass er sagt, ja, eigentlich können wir gar nichts machen, eigentlich bin ich Fatalist und der Klimawandel wird kommen und wir können uns nur anpassen und das war's. Und ist auch egal, wenn Deutschland absäuft. Ist auch egal, wenn Deutschland absäuft. Also oder im Ozean oder ich weiß es nicht. Genau, so, genau. Was hat er gesagt. Mir ist das auch jetzt wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte, genau mit dem Thema Infrastruktur, dass wir da ja, also das hat Herr Max auch zu Beginn gesagt, dass wir eben diese Infrastruktur verändern müssen, ausbauen müssen. Und auch das ist ja eine sehr aktivierende Botschaft. Also wir sagen, okay, wir müssen diese Infrastruktur verändern und wir haben die Möglichkeiten, das zu tun. Und was ja dann oft auch aus konservativer Perspektive kommt, das kam da ja dann auch sehr stark von Clemens Fuß hier in dieser Diskussion, dass man dafür ja unbedingt den Markt und die Privatwirtschaft braucht und bloß nichts Staatliches. Das war eben die Diskussion über staatliche Innovationen. Und dieses ganze Thema Infrastruktur ist eigentlich auch eine Chance für Progressive, dieses Thema staatliche Innovation nochmal stärker zu pushen. Denn diese ganzen Sachen wie Energieversorgung, Wasserversorgung, Bahnschienen, was alles wir eigentlich gerade ausbauen müssen oder umstellen müssen, weil sich die Rahmenbedingungen ändern oder weil wir sie besser machen wollen. Das alles sind ja staatliche Versorgungsdienste und dementsprechend ist das dann eigentlich auch eine große Chance für Progressive, solche lebensnotwendige Infrastruktur, die vor allem jetzt unter der Klimakrise sehr zu leiden hat, auszubauen und sich dort auch wieder so die Gestaltungsmacht des Staates zurückzuholen und diese auch kommunikativ zu transportieren. Das passt ja auch gerade nochmal zu diesen zu der gestaltenden Möglichkeiten, die Progressive immer wieder auch einfordern und kommunizieren sollten. Genau. Dann schauen wir uns jetzt nochmal kurz den Rest an. Den Rest, ja. Und dann darf der Staat, nicht die privaten Unternehmen? Ja, das ist natürlich immer eine Mischung. Aber wir wissen, denken Sie mal an die Telekom, als das ein Staatsunternehmen war, ist da gar nichts passiert mit Innovation. Wir erinnern uns alle noch an die grauen Telefone mit den Wählscheiben und erst als das privatisiert war, kam die Innovation. Innovation gibt es auch überhaupt nur in einer Marktwirtschaft oder nicht überhaupt nur, aber primär. Die Sowjetunion war ja auch ganz gut, zum Beispiel in der Militärtechnik, da hat es auch Innovationen gegeben. Aber ich finde diesen Streit auch ehrlich gesagt ein bisschen albern. In der Tat, der Staat bildet ja die Leute aus, stellt Schulen bereit, und wenn wir keine Schulen hätten, dann gäbe es in der Tat wenig Innovationen. Aber ich denke, es ist nicht so, dass man sagen kann, der Staat hätte hier quasi Priorität. Sondern nee, deswegen das bin ich ist ja auch ein Zusammenspiel. Für eine private Planwirtschaft. Ich sage es nochmal. Herr Fuß, vielen Dank, Frau Herrmann auch. Das war ein tolles Gespräch. Und Sie wissen, am Ende kickern wir noch eine Runde. Wir spielen nur bis 3. Und Sie müssen sich, kickern Sie in Ihrer Freizeit? Ich versuche es manchmal, ich bin aber unheimlich schlecht. Wo, in der Kneipe? Also, Nein, in der Kneipe? Am IFO kickern wir manchmal. Ach, da haben Sie einen Kicker, super. Ich kicker nie und ich bin auch ganz schlecht, also ich bin sicher, Herr Fuß gewinnt. Das Schöne ist, wir müssen uns dabei unterhalten. Ich frage mal eben die Regie, genau, unser Produktionsleiter. Ich habe dich letztes Mal schon mal gefragt, wie das heißt, ne, Josef? Aufnahmeleiter. Bringt uns den Kicker, der ist auch festgeklebt, genau. Ich werde jetzt mal hier die Stellung wechseln, Herr Fuß, Sie gehen rüber. Achso, dann muss ich aber wahrscheinlich auch dieses Mikrofon wegnehmen, oder? Bisschen, genau, weil wir unterhalten uns nämlich weiter. Ach du Schreck. Und ich möchte nämlich von Ihnen wissen. Außerdem hat Herr Fuß Vorteile, er ist größer. Genau. Ich sehe gar nichts. Die Sendung, ganz kurz, Frau Herrmann. Diesen machen, das habe ich zum Beispiel gelernt. Ganz kurz zu den Regeln, genau. ihr müsst es in der Hand halten, genau, den Ball einrollen in der Mitte. Und wichtig ist jetzt für mich,
dass Sie mir noch sagen, weil die Sendung heißt ja einfach mal machen, wenn Sie Bundeskanzler wären oder Bundeskanzlerin, was würden Sie als erstes durchsetzen? Auf geht's, Frau Herrmann. Sie müssen beides auf einmal jetzt machen. Spielen und denken. Zack. Huch. Sehr gut. Und nein, das ist schon mal die falsche Richtung gewesen. Ja. Nein, das ist ja zu fies. Dann fangen wir bei Herrn Fuß. Weiter geht's, weiter geht's. Herr Fuß, was würden Sie als erstes umsetzen, wenn Sie Bundeskanzler wären? Also ich würde eine Bildungsreform auf den Weg bringen. Wir sind im Bildungssystem. Nee, das geht hier gar nicht. Dass Sie jetzt ohne Heben? Ja, ohne alles hin, gut, genau. Ja. Bildungssystem, ja, würden Sie den Ländern das Thema wegnehmen und zu Bundesthema machen? Nein, aber sag mal, ich würde irgendwie überzeugen, dass wir da was machen müssen. Machen müssen. Ja. Oh nein, ja. 1-0. Das ist ein Eigentor. Frau Herrmann, kann Sie da einholen? 1-0. Ja, ich wusste doch, dass ich schlecht bin. Ja. Ach, gucken Sie. Ach. Eine Bildungsreform. Frau Herrmann, was würden Sie machen? Ganz wichtig ist, dass die Deutschen kein Fleisch mehr essen oder ganz wenig Fleisch. Denn dann würde der Artenschutz... Dass die Deutschen kein Fleisch mehr essen? Wenig Fleisch. Man wenig muss Fleisch. Nicht, wie viel darf man dann essen? 130 im Gramm in der Woche. 130 Gramm. Und das ist nämlich ganz gesund. Und gleichzeitig hätten wir dann endlich die Flächen, sehr gut. 1-1. Um 1-1. Artenschutz zu machen. 1-1. Herr Fuß muss alle haben doch, sind sich doch einig, dass Artenschutz ein Riesenproblem ist, aber dafür braucht man Flächen. Und die Flächen hat man nur, wenn nicht so viel Fleisch gegessen wird. Weil das müssen Sie sich vorstellen, ja. 60% der Getreideernte gehen im Augenblick, oh nein, schon wieder eine, 60% der Getreideernte in Europa gehen im Augenblick in Tiermägen. Und das ist natürlich Spielen, total ineffektiv. Ja. Aber die Bevölkerung wächst und die möchte ja auch ernährt werden. Ja, es geht aber besser. Und wenn haben wir nicht bessere Standards als woanders? Das Problem ist, Sie müssen sich vorstellen, dass man 10 Getreidekalorien braucht, um ein Fleischkalorie herzustellen. Ja. Das ist natürlich total ineffizient. Also Fleisch verbieten. Nicht 130 Gramm in der Woche, genau. Ja, und vor allen Dingen, die Leute wären dann viel gesünder, weil nämlich Fleisch ist in Wahrheit ziemlich ungesund. Ja. Entzündung, Herzprobleme, Diabetes, Krebs, alles kommt vom Fleisch. Die Leute, das würde den Leuten gut tun, wenn sie weniger Fleisch essen. Und wie gesagt, schon wieder ein Tor. 2-1. So, bis 3. Wie gesagt, die Leute, wir könnten Artenschutz machen. Wir könnten biologische Landwirtschaft machen. Alles könnten wir machen, wenn nicht so viel Fleisch gegessen wird. Ja, und dann macht das Ausland, stellt das dann her oder wie? Für die anderen, wie mit den Eiern. Ne? Wenn wir weniger Fleisch essen, muss das Ausland gar nichts herstellen. Oh. Außerdem ist Deutschland im Augenblick ja Fleischexporteur. Haben Sie noch gar nicht gewusst, ja? Es kommt drauf an, wo. Beim Schweinefleisch ist es so, in anderen Bereichen nicht. Beim Brandrind ist es, glaube ich, auch so. Unsere Standards sind doch hier viel besser als woanders, ja, oder? Ja, eben. Weltweit muss weniger Fleisch gegessen werden, mein Reden. Aber jetzt kommt Herr Fußmann mit. Ja, wir sind eine Demokratie, das geht halt nur, wenn die Leute das einsehen. Mich interessiert nur, dass... Ja, ist auf jeden Fall cool, dass jetzt hier noch beim Kickern das sich traut, das Fleischthema anzusprechen. Wir alle wissen ja, dass sich damit auch die Grünen, sie ist ja auch selber Mitglied bei den Grünen, bisher immer sehr schwer getan haben. Deswegen sehr mutig, dass sie das nochmal so gerade raus ausspricht und vor allem noch viel wichtiger die Vorteile zeigt. Also gar nicht, sie dieser Verzichtsdebatte gar nicht so großen Raum lässt. Und da geht dann auch Carsten Linnemann gar nicht drauf ein, Clemens Fußt auch nicht, er ist dann ja auch zu sehr mit Kickern beschäftigt, sondern sie sagt einfach, nee, ist viel gesünder, wir hätten mehr Flächen, mit den Flächen könnten wir wieder so neue Sachen machen, es ist eh ineffizient, also es wäre viel effizienter, das nicht zu machen, also eine sehr auf Vorteile fokussierte Kommunikation und genauso muss man sowas auch kommunizieren und verkaufen. Genau, auch hier wieder die Werte in den Vordergrund gerückt. Also auch das, was Hirschhausen gesagt hatte, das, was wir auch sagen, Gesundheit, Demokratie, auch günstige Preise für Bio-Lebensmittel, hat es jetzt nicht so explizit gesagt, aber wenn wir biologische Landwirtschaft machen können auf den Flächen, die bisher dafür verwendet werden, um halt Tiere zu ernähren, würden natürlich auch die Preise für Bio-Produkte extrem sinken, weil da einfach so viele Flächen frei werden und so viel mehr Platz dafür ist. Und auch nochmal den Effizienzgedanken sogar mit reingebracht und gesagt, ja, wir können natürlich über den Umweg Tier eine Kalorie herstellen oder wir machen es einfach direkt und essen dann die Pflanzen. Und das heißt nicht, dass man komplett verzichten muss. Also auch da fand ich gut, dass sie gesagt hat, es muss kein Verbot sein, sondern man kann es ja auch dann regulieren.
auf wie viel wir dann am Ende konsumieren können, sodass es nachhaltig ist und sodass wir unsere Rohstoffe weiter erhalten können, um unseren Wohlstand auch zu erhalten. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch so viel kommt. Ich glaube, es wird gleich abmoderiert. Mhm. Können wir mal kurz schauen. Instrument, also geht das mit so einer, kriege ich so ein Zertifikat und eine Steuer? Einrollen, weiterspielen. Oder so, ja, das wäre super, genau. Das, man müsste das, von mir aus können Sie das mit dem Zertifikat machen. Ja. Sie sind doch so ein, oh. 2-2, so, letzte Tor entscheidet jetzt. Jetzt wird's spannend. Sie sind doch so ein Fan für die Zertifikate. Also ich bin durchaus für Fleischzertifikate. Nee, aber ich will jetzt mal Ihr... Weiterspielen, bitte. Ihr Vorschlag, weiterspielen. Fuß. Fuß will eine große Bildungsreform, Freunde. Ach so, ja. Die sieht so aus. Kindergartenpflicht. Da bin ich auch für alle oder nur für diejenigen, die Unterstützung brauchen? Sie haben gewonnen. Sie haben die meisten Tore geschossen, aber zu viele Eigentore. Man muss das so sagen, ich habe alle Tore geschossen. 3 Eigentore und 2 Also die Kita-Pflicht ganz kurz für alle oder nur für diejenigen, die Unterstützung brauchen? Ich würde eine universelle, ich würde einfach die Schulpflicht beginnen lassen, zum Beispiel mit 4. Einfach deshalb, weil die Bildungsentscheidung, der Bildungserfolg, den ich überhaupt für das Allerwichtigste halte, der beginnt im frühkindlichen Zeitalter und am Ende der Grundschule ist im Grunde nicht mehr viel zu machen. Und deshalb sage ich, und ich glaube, die Bildungsreform muss darüber hinausgehen, auch die Art des Unterrichts und so weiter. Und ich glaube, in Deutschland haben wir einfach das Problem, dass die Bildungspolitik unglaublich konservativ ist. Also ich habe sonst nichts gegen Konservative natürlich, aber in dem Fall, das ist, hat auch jetzt nichts mit Parteien zu tun, sondern die ist auch bei der SPD konservativ. Ist zu wenig bereit, Neues zu lernen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, da bin ich kein Experte, aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen, die sich in Deutschland für Bildungspolitik interessieren, die brauchen es eigentlich gar nicht. Denn das sind bürgerliche Leute, deren Kinder sowieso zurechtkommen. Aber wir müssen denen helfen, die benachteiligt sind. Das sind auch unsere größten Potenziale. Ich sehe schon, wir müssen uns wieder treffen. Frau Herrmann, vielen, vielen Dank, Herr Fuß auch. Auch für die unterschiedlichen Meinungen, nur so funktioniert es. So kommen wir, glaube ich, weiter im Land. Ich bedanke mich bei Ihnen und freue mich. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Monat mit 2 ganz tollen Gästen. Ich verrate es Ihnen noch nicht. Ja, ich glaube, Carsten Lindemann überlegt das nächste Mal zweimal, ob er Clemens Fuß nochmal einlädt, weil er am Ende auch noch die Konservativen gebasht hat und die konservativen Bildungspolitik. Ja, also war auf jeden Fall schön zu sehen, wie Ulrike Herrmann hier kommuniziert hat. Es war, wie gesagt, nicht alles super. Vieles war nicht so leicht verständlich, teilweise ein bisschen akademisch mit Wachstum auf dem endlichen Planeten, haben wir schon gesagt. Das ist nicht so richtig greifbar. Aber sie fanden es vor allem war ein sehr gutes Beispiel für eine sehr selbstbewusste, offensive Kommunikation und das Halten ihrer eigenen Framings und Narrative. Das Thema, wir brauchen Ressourcen und Energie und wir haben davon nicht genug oder wir verschwenden zu viel und deswegen müssen wir handeln. Und ja, sie ist standhaft geblieben, hat gute Argumente gebracht, sich nicht in die Defensive drängen lassen und die anderen waren eigentlich die ganze Zeit in der Defensive. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen, weil das ist leider nicht so oft passiert in öffentlichen Debatten. Genau. Genau, damit sind wir eigentlich auch nochmal beim vorletzten Punkt, dem Tipp angekommen. Wir hatten die Slide schon geteilt, aber ich werde sie noch einmal teilen. Und wir haben es auch gerade quasi in Aktion gesehen, nämlich die Narrative, die auf jeden Fall helfen würden, über die Klimakrise progressiv zu sprechen und anders zu sprechen und diese ewigen Debatten aus dem Weg zu gehen, die uns nicht weiterbringen. Also wir wollen am Ende den Wohlstand retten. Das ist das, warum Fridays for Future auf die Straßen geht. Das ist, warum sich die letzte Generation auf die Straßen klebt. Das ist, warum Extinction Rebellion sich organisiert hat, etc. Es geht darum, den Wohlstand für die Menschheit zu retten. Es geht nicht darum, ein externes Konstrukt, was wir Klima nennen, zu retten, sondern es geht darum, uns zu retten und vor allen Dingen eben den Wohlstand zu retten und den für alle Menschen auf der Welt zu ermöglichen, weiterhin zu ermöglichen oder eben auch zu steigern, weil viele Länder eben noch nicht so im Wohlstand leben wie wir. Dann geht es darum, die Klimakrise
so zu framen, dass man sagt, die Klimakrise ist eine Vernichtung von Rohstoffen, denn unser heutiger Wohlstand benötigt Rohstoffe und wenn die Klimakrise weiter fortschreitet, werden wir immer weniger Rohstoffe haben. Das ist eine einfache Erzählung, die wir schon genannt hatten, die alle Menschen verstehen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir auf unsere Kleidung schauen, alles, was wir gerade als Wohlstand bezeichnen, braucht Rohstoffe und diese Rohstoffe kommen nicht alle aus Deutschland, die kommen aus entfernten Ländern durch die Globalisierung und wenn in diesen Ländern nicht mehr wenn diese Länder nicht mehr lebensfähig sind, wenn man dort nicht mehr überleben kann als Mensch, weil die Hitze zu hoch ist, dann wird es auch diese Produkte nicht nur dort natürlich nicht mehr geben, was extrem schlimm ist, sondern auch bei uns nicht mehr. Das heißt, wir müssen überall auf der Welt runter vom CO2 und eben aufhören, durch die Klimakrise die Rohstoffe, die wir brauchen, weiter zu vernichten. Heißt auch, dritter Punkt, dass konservative Politik aktuell unseren Wohlstand vernichtet, weil Klimaschutz zu blockieren bedeutet, weiterhin Rohstoffe zu verlieren, die durch die Klimakrise vernichtet werden. Und vierter, vorletzter Punkt, die Klimakrise ist ein Infrastrukturproblem. Wir müssen unsere Infrastruktur transformieren. Infrastruktur kann sich alle was darunter vorstellen. Das Wort ist nicht abstrakt. Wir wissen, was Straßen, Wasserleitungen, Internet etc. sind. Und es geht darum, den Energiebereich, den Verkehrbereich, unsere Ernährung, genau das umzustellen, sodass die klimaneutrale Option, also die Option, die keinen CO2 ausstößt, die beste Option wird, die günstigste Option wird und die bequemste Option wird. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch die Klimakrise gelöst. Und das ist der letzte Punkt. Die Klimakrise ist lösbar. Die progressive Perspektive ist eine hoffnungsvolle, eine gestaltende Perspektive. Und wir gehen davon aus, dass wir die Klimakrise lösen können. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, das stimmt, aber sie ist lösbar. Und zwar mit den ganzen Punkten, die ich gerade genannt habe, indem wir eine neue Infrastruktur aufbauen, wie wir es in der Vergangenheit, in der Geschichte der Menschheit auch schon mehrmals gemacht haben. Und diese neue Infrastruktur wird nicht nur die Klimakrise lösen, sondern sie wird den Wohlstand bei uns, aber auch in allen Ländern auf der Welt steigern. Und das ist das Narrativ, was überall verbreitet werden sollte. Wir haben es vorhin gehört, auch von David Fenton. Es reicht nicht nur, eine einfache Erzählung zu haben, also nur zu sagen, wir müssen unseren Wohlstand retten und die Klimakrise vernichtet unsere Rohstoffe für unseren Wohlstand. Reicht nicht, das einmal zu sagen. Wir müssen das permanent wiederholen, denn nur so lernt unser Gehirn das auch tatsächlich und kann es auch verstehen. Und das ist auch, was Marketing zeigt, das ist, was die Kognitionswissenschaft sagt. Und da wollen wir nochmal appellieren zu sagen, progressive, listen to the science, auch wenn es um Kommunikation geht. Wir müssen in der Komplexität auch mal runtergehen, simplifizieren. Das heißt nicht, dass wir falsche Sachen sagen müssen, sondern dass wir einfach die Dinge verständlich machen und vielleicht Dinge erstmal weglassen und dann beim genaueren Diskurs dann auf komplexere Dinge eingehen können. Aber wichtig ist, dass vor allen Dingen dieses Narrativ stark wird und dass wir klar und deutlich sagen, was die Lösung ist für die Klimakrise und dass es uns allen am Ende besser gehen wird, wenn wir es schaffen, sie zu lösen. Wow. Hab dem nichts mehr hinzuzufügen. Das war jetzt nochmal ein Rundown von allen Sachen, die wir gerade besprochen haben. Die Wiederholung war für euch quasi auch nochmal da, damit ihr es nicht vergesst. Also versucht diese Narrative gerne einmal bei euren Verwandten, Bekannten oder wenn ihr in irgendwelchen Organisationen aktiv seid. Ja, unsere Hoffnung ist natürlich, dass diese Klimanarrative, die wir uns zu Beginn angeguckt haben, die aus unserer Sicht nicht so gut funktionieren, also die auch, wie wir ja sehen, nicht gut funktionieren, wo auch eine wissenschaftliche Grundlage ganz klar sagt, warum die nicht funktionieren, dass diese nach und nach durch andere Narrative, eben die von positiven Wohlstandserzählungen ersetzt werden. Und wir sehen, dass wir dann eben die Möglichkeit bekommen, auch wirklich gegen die Klimakrise aktiv zu werden, aus dieser Ohnmacht herauskommen, die viele spüren, aber gleichzeitig auch vielleicht auch Richtungen verhindern, die eben nicht im Interesse des Gemeinwohls sind. Genau. Und damit kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne nochmal in den Chat. Nicole bedankt sich. Danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Genau, es ist immer wieder schön zu sehen, wenn progressive Narrative im Diskurs stattfinden, in Talkshows stattfinden und dann es auch schaffen, eben die Gegenseite in die Defensive zu bringen, weil das leider nicht so häufig stattfindet. Und auch danke nochmal von... Dankeschön. Ja, und hoffentlich konnten wir ein bisschen Sensibilität dafür schaffen, weil gerade auch wir uns vor allem auch
gar nicht so ungern an so konservativen Abarbeiten, an dem, was die CDU sagt. Das war ja jetzt eine Talkshow oder eine Diskussion bei der CDU, aber da war ja Ulrike Herrmann dabei, die ja auch eher progressive Positionen vertritt. Und wir gucken uns vor allem besonders immer gerne die Kommunikation von Progressiven an, um da eine gewisse Sensibilität für zu erzeugen, was funktioniert gut, weil ja, und das Interesse natürlich ist, dass wir gerade die progressiven Werte im Diskurs stärken und damit dann eben auch eine progressive Politik möglich machen. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen und ja, deswegen freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat. Genau, danke nochmal Always Ice Cream. Schön, dass du das Handbuch angefangen hast. Wir haben es im letzten Stream schon gesagt, wir werden auch versuchen, das Handbuch in kleinere Videos auf YouTube hochzuladen. Ich blende es auch einmal nochmal kurz ein. Wir haben für alle, die das Handbuch noch nicht kennen, auf unserer Webseite findet ihr unser Handbuch progressiveperspektive.org/handbuch und demnächst werden wir versuchen, die Inhalte, die im Handbuch zu finden sind, auch auf YouTube in Form von Videos, kurzen Videos hochzuladen, damit ihr auch das an Freunde und Bekannte schicken könnt, die vielleicht jetzt nicht so interessiert sind, sich mehrere Seiten Text durchzulesen, sondern einfach ein 10-Minuten-Video sich anhören wollen, um ja, den Kern der Informationen herauszubekommen. Und genau, uns ist wichtig, dass wir einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter der Kommunikation zum Thema Klima, aber eben generell aus der progressiven Perspektive weiter verbreitet werden und auch dann genutzt werden können, damit wir mehr progressive Politik sehen können, nicht nur hier, sondern auch, also in Deutschland, aber eben auch überall auf der Welt. Und genau, ich glaube, damit haben wir es dann. Wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Wir haben noch ein paar positive Beispiele und interessante Debatten in petto. Beim nächsten Mal geht es vielleicht um die Wertesysteme, das progressive und das konservative Wertesystem, weil es gibt eine Debatte bei Markus Lanz, wo sehr schön so ein leichter eine leichte Diskussion über Wertesysteme stattgefunden hat. Also das ist auf jeden Fall was wir uns nochmal anschauen können. Und ansonsten gab es auch noch andere spannende Interviews bei Thilo, die wir uns wahrscheinlich auch mal anschauen können und schauen können, wie dort progressive Menschen kommuniziert haben. Also bei Jung und Naiv, genau. Genau. Es gibt, glaube ich, hier bei Twitch keine Option zu liken. Du kannst aber natürlich gerne den Kanal abonnieren. Dann seht ihr auch alle Streams, die sonst noch von Critical Media kommen. Zum Beispiel der 2045 Podcast, aber eben auch Critical Live. Und ich kann das nur empfehlen, das zu machen, weil es gibt sehr, sehr viel guten Content auf diesem Kanal und wir freuen uns, dass wir auch streamen dürfen. Genau, und die Videos sind auch immer noch 7 Tage hier auf Twitch verfügbar, falls ihr euch die nochmal angucken wollt oder einen bestimmten Ausschnitt oder weiterleiten wollt. Genau. Genau, beim nächsten Mal werden wir vielleicht auch wieder bei YouTube streamen. Wir haben, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben beim letzten Mal leider einen Strike bekommen. Der wurde am Ende auch wieder rückgängig gemacht. Das heißt, das Zitatrecht hat gegolten. Aber leider ist der Stream dann schon auf YouTube abgebrochen. Deshalb ist auch auf YouTube nur der halbe Stream online. Ihr könnt den ganzen Stream, glaube ich, jetzt leider nicht mehr auf Twitch schauen, weil der immer nur 7 Tage verfügbar ist. Aber dieser Stream wird auch 7 Tage verfügbar sein. Also für alle, die ihn weiterleiten wollen, macht das gerne. Und ich glaube, damit haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ja, listen to the science, sprecht progressiv, sprecht über eure Werte. Und dann bekommen wir das auch alles hin. Ja, habt noch einen schönen Abend. Und ja, danke fürs Zuhören, Zuschauen und für eure Kommentare und Fragen im Chat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, einen schönen Wochenstart. Bis dann, ciao. Tschüss.